Gehen wir mal rein. So, jetzt auf geht's. Eine neue Folge. Dann schauen wir mal. Müssen wir erstmal anziehen. So. So. Heute gibt es mal wieder das Rote. Dann gibt es natürlich die abgetragene. Aber die kommt jetzt mal da vorne hin. So, abgetragene schwarze, schlichte Lederhose. Also meine Bison-Lederhose, die Skinner immer wieder anhat. Braune Cowboy-Stiefel. Hut. Welcome, ladies and gentlemen. Und dann schauen wir weiter. Oha! Vielen Dank, Howdy, Kommandos. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön für den Raid und Howdy, Ladies and Gentlemen. Dankeschön für den Raid. Schön, dass ihr alle da seid. Wie geht's? Hattet ihr einen coolen Stream? Ich hoffe, ihr wurdet auch wieder musikalisch gut unterhalten und ihr wurdet hoffentlich wieder von diesem Stimmbalsam einfach wieder schön eingelullt und hattet wirklich einen angenehmen Stream. Hey ho, Stranger. Doppeltes Risiko. Schön. Freut mich. So, wunderbar. Ah, komm. Oh Mann, ey. Ohne Witz, ich glaube, ich müsste echt mal. Ich glaube, ich müsste echt mal Red Dead Redemption spielen, ey. Ich habe es noch nie gespielt, noch nie. Noch nicht mal die Offline-Variante. Ich habe das ganze Game noch nicht gespielt. Ich schäme mich eigentlich dafür. Ich müsste es unbedingt mal spielen. Ich hätte so Bock drauf. So. Mann, Mann, Mann. Blasphemie. Ja. Oh, ist das schön. Eine halbe Stunde, Howdy. Schön, dass du da bist. Ja, das denke ich mir, dass ihr das liebt. Schließlich kommt ihr von Kommandos und der einzig wahre. Ah. So. Schau mal, X-Pearls, Dankeschön nochmal vorhin für 2 Gift-Subs an Midoriya und an Pizza Philipp. Vielen, vielen Dank. Dann an Ufgondasen, Dankeschön für den Follow. Tommy Tom Tom, Dankeschön für 111 Bits vorhin nochmal. Ganz, ganz lieb von dir. Dankeschön. Danke für den Support. Und Don Salieri, Dankeschön für den Follow. Willkommen in der Community. Howdy. So, und jetzt wollen wir mal was essen. Und den Whisky sperre ich jetzt dann nochmal in den Schrank. Einen richtig guten Whisky habe ich hier. Edelwhisky. Special Chain Single Barrel Whisky. Apfeldatum 16.08.21. Limited. Die Nummer 3. Lecker. Den hebe ich auf, der wird bestimmt voll was wert werden. Aber es gibt eine neue Animation, sieht man hier, wenn man hier was einräumt, anzieht. Ne? Cool. Also ich habe die noch nicht gesehen. Also die muss, glaube ich, neu sein. Die ist seit heute. Jetzt aus Versehen trinken, ja. Das wäre übel. Ja, genau. So.
So, jetzt müssen wir aber echt mal gucken hier. Also Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe wirklich, also ganz schön übrigens, Commandos, falls du noch da bist. Mega Vorstellung, hab mir das mal angeguckt. War wieder sehr schön auf der Hochzeit am Strand. Ich zieh meinen Hut. Wow. Ach, es war schön zu hören. Ich liebe es. Grinsekatze, Audi, schön, dass du da bist. So. Schauen wir mal, was ist hier los? Mary. Kukum. Was ist das denn? Adams. Was? Was? Oh, das, ich wollte schon sagen, Kars und ich kommen dich besuchen. Am 16.01. Alles klar. Schon ein bisschen länger, ja? 20.08. La Puerta, okay. Ach, stimmt ja, genau. So, was haben wir hier? Hallo, Herr Skinner. Gerne können Sie meine Aussage für die Akte bestätigen, wenn das so für Sie passt. Grüße, PD 51 Miller. Das ist so geil. Oh, wenn das so passt, Herr Skinner. Das ist ein Officer, ne? Er ist eigentlich weisungsbefugt. So, Kukum. Ja, moin. Freue mich auch. Hab schon gehört. Bist du ja abends da, oder? So. Ja, moin, freut mich auch. Hab schon gehört, bis ihr abends da, oder? Hat er geschrieben. Kennst mich ja. Sonne und meine Haut. Scheiße. Yep, meistens abends. Und dann haben wir Harry. Gute Nacht, Larry. Hey, Larry. Mein Flieger geht heute um 1 Uhr. Ich fahre vorher zum Flughafen. Pass mir auf die Wohnung auf und auch auf dich. Habe die Nacht bei Freunden geschlafen. Nicht, dass du dich wunderst. So, habe das schon bemerkt. Es war ungewohnt kalt. Ich hoffe, du kommst gut an. Um 1 Uhr geht der Flieger. Ich vermisse dich jetzt schon, Larry. So, dankeschön, Ninbi. Dankeschön für 100 Bits. Boah, die Musik war ein bisschen lauter. So, jetzt kommt ein schönes Lied, Honky Tonk Star. Jetzt gucken wir mal, wer hat denn sonst noch angerufen? Muss mal das Handy gucken hier. Malus. Hey, howdy, Malik. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ich habe gesehen, du hattest angerufen. Sorry, ich hatte jetzt bin jetzt erst dazu gekommen, zurückzurufen. So, alles gut. Ich wollte mich nur nach dir erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Ja, soweit ist alles in Ordnung, glaube ich zumindest. Glaubst du? Ach. Harry und ich wieder. Gibt's Probleme, oder was? Naja, etwas. Scheinbar. Okay. Aber nichts Ernstes. Ah, weiß ich noch nicht. Das okay. Problem ist einfach, weißt du,
Ich war ja mal verheiratet, wie du weißt, ne? Ja. Und, das ist halt so ein Ding. Hatte da echt schlechte Erfahrungen gemacht und, naja, ich will das jetzt nicht vertiefen, das Ganze. Naja, aber so vielleicht, vielleicht kann ich dich ein bisschen aufbauen. Also, ich bin wieder Single. Ja, das wenn du Interesse ich, hast, komm vorbei. Ja. Vielleicht komm ich wirklich noch darauf zurück. Naja, nein, aber auf jeden Fall, weißt du, und Harry, was ich irgendwo verstehe, aber auf der anderen Seite, naja, sie drängt irgendwie momentan schon echt arg auf eine Hochzeit. Okay. Und ich möchte das eigentlich momentan noch nicht. Wir hatten einfach in den letzten Wochen viel zu viel Ärger. Ja, naja, kann ich verstehen. Weißt du, das Problem ist, hier heiraten die Leute von heute auf morgen. Ja, und eine Woche später ist es vorbei. So ungefähr. Genau. Und ja, schön, dass andere das machen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich Harry. Sie sagte, hey, ach weißt du, das ist für sie so schwer. Alle heiraten um sie herum und sie darf dann auch noch oft mit vorbereiten, mit planen. Sie sieht die Kleider. Ja, und dann bekommt sie dann möchte sie das wahrscheinlich auch. Und sie wünscht es sich eigentlich so sehr, das weiß ich. Aber, tja, das Problem ist, ich kann das nicht einfach so, hoppla die hopp, ja. Nee, kann ich voll und ganz verstehen und du solltest dich da auch zu nichts drängen lassen, meiner Meinung nach. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, den Frieden willen, aber nein, das ist auch das Falsche. Nein, weißt du, das darf man auch nicht falsch verstehen. Ich liebe Harry, verstehst du? Ich verstehe, was du meinst, aber das Problem ist, ich habe das Gefühl, sie glaubt es mir ja erst, wenn ich das quasi mit einer Hochzeit beweisen würde. Und das ist doch der falsche Weg. Also das ist, ich versuch's ja so schon immer klar zu machen und ja, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, es hängt alles an dieser dummen, scheißverdammten Hochzeit. An diesem Status, an diesem... Ich meine, die Feierlichkeiten sind das eine, das ist natürlich alles schön und, ja, es ist einfach schwierig. Ich kann es momentan einfach nicht. Es hängt ja einfach auch viel Vergangenheit dran, ich war schon mal verheiratet. Zum einen und zum anderen, wir hatten auch echt ganz schön viel Ärger in der letzten Zeit. Und es ist momentan, habe ich das Gefühl, es ist alles sehr instabil geworden. Ja, aber dann solltest du doch ihr sagen, dass du das im Moment nicht willst. Und dann muss sie, oder hab dann sollte gemacht sie und damit doch... Habe ich gemacht und damit ist sie dann erstmal gegangen. Hat gesagt, so, sie geht jetzt erstmal. Hat sie mich stehen lassen. Naja, aber das ist doch keine Lösung. Also, na, natürlich ist es keine Lösung. Man aber... muss doch über solche Sachen dann reden und nicht gehen. Ja, natürlich muss man darüber reden. Aber auf der anderen Seite, es ist natürlich, was heißt darüber reden? Das Problem ist, die Standpunkte sind ja klar momentan. Harry wünscht es sich so sehr. Und ich kann es momentan nicht. So, dann gibt es ja nur zwei Lösungen. Oder drei. Man zieht's durch. Man akzeptiert das Ganze so und sagt einfach trotzdem, hey, ich bin in einer glücklichen Beziehung und ich bin gut aufgehoben. Oder man fährt das Ganze an die Wand. Ja, aber da ist doch die zweite Option für alle Beteiligten die beste. Also, ja, ich bin nach wie vor für diese Option und wer weiß, was sich danach... Vielleicht wird ja irgendwann Option 1 daraus. Eben. Aber irgendwie, na, weißt du, wir sind jetzt schon über ein halbes Jahr zusammen. Und das scheint jetzt einfach, ich weiß nicht, vielleicht ist es so eine Art innere Uhr, die da tickt, ich weiß es nicht. Es ist momentan einfach Trend. Ja, wahrscheinlich. Ja. Naja, dann kommen solche Riesendinger, Hochzeiten, natürlich ist das alles schön und ich freue mich für die Leute und ich könnte mir Harry auch gut in dem Kleid vorstellen, sehr gut sogar, aber... Ja, ist eine schwierige Situation. Ja, jedenfalls, sie hat mich dann stehen lassen und dann ist sie jetzt ja erstmal eine ganze Weile. Sie reist aus heute und ist erstmal eine Weile in Kentucky. Sie kommt, glaube ich, in 2, 3, 4 Wochen wieder, ich weiß es nicht. Ah, oh, okay. Ja, ich glaube eine Woche. 2 Wochen, wie auch immer. Wenn du jemanden zum Reden brauchst oder
sonst für irgendwelchen Unsinn. Ja, mach ich dann doch gerade. Weißt du, an wen du dich wenden kannst. Was? Mach ich doch gerade. Hörst du mir nicht ja, zu? Ja, ist ja gut. Nein, ich meine allgemein. Ich ach, du hörst mir also nicht zu. Ich jetzt. Ich du hast nein gesagt. Doch nicht. Danke. Oh, Scheißkerl. Audi. So schnell bist du beleidigt, ja? Nee, wir wurden unterbrochen. Du bist ja schlimmer wie ein Mädchen. Nee, ich glaube, das Netz war gerade weg. ach, war doch ein Spaß. Ich musste mal ein bisschen. Alles gut. Ja. Nein, aber wie gesagt, wir können gerne die Tage, wenn du Lust hast, mal was unternehmen. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Alles klar, und ansonsten im PD alles gut? Ja, ich denke schon. Also, naja, Ausbildung muss ich halt machen, ne? Du, weißt du denn, mit welchem Rang ich eingestellt worden bin? Ja, Recruiter, wie hast du erzählt, oder? Ja, das ist richtig. Ja. Tut ein bisschen weh, aber. Ach, ich. Scheiße, nochmal, wo ist denn mein Auto eigentlich? Ich suche die ganze Zeit, wenn wir telefonieren, mein Auto, Mann. Ich hab's doch geparkt, ich bin mir sicher. Ich bin hier bei Bronco im Auto und ich habe keine Ahnung, wo wir rumfahren. Ich bin mir sicher, dass ich das da geparkt habe. Warte mal. Sind wir zu Fuß gehen? Nein, wir haben da geparkt. Ich bin mit Area hier ausgestiegen. Wo ist mein Auto, verdammte Scheiße? Am Parkplatz hier ist es nicht mehr. Vielleicht gucke ich noch mal. Ja, weiß nicht. Ich guck noch mal im Del Perro Pier. Vielleicht steht's ja darum. Mal gucken. Sollen wir auch Ausschau halten? Wäre ganz nett. Vielleicht also, ja, so auf alle Fälle mal. Okay, und Sharon. Wo ungefähr? Also, keine Ahnung. Wo machst du eigentlich gerade? Wie gesagt, ich bin gerade mit Bronco unterwegs. Der fährt hier durch die Gegend und ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. Ja, ey, sag mal, ich wollte eigentlich ja mit euch auch noch darüber sprechen. Das hat mich jetzt irgendwie alles so ein bisschen überrollt. Ich hoffe, es ist kein Problem, dass ich momentan wieder, naja, ach, ich versuche nein, Fuß nein, zu fassen. Alles da. Gut. Du musst mir bloß sagen, ob du weiterhin nebenbei im Old Palitrin arbeiten willst oder nicht, weil dann müssen wir das nämlich umtragen. Ja, ich würde das schon gerne weitermachen, wenn ich darf, wenn ihr das wollt. Ich meine, ich werde natürlich nicht so präsent sein können, wie ich es dann alles hatte. Alles gut. Aber das wenn ich dann immer wieder mal aushelfen kann. Dann wenn du das Lust hast, Sache. Gerne, klar. Ja, dann machen wir das so. Ich treibe auch keinen Schindluder wegen der Karte oder irgendwas. Nee, dann machen wir das so. Dann lassen wir dich einfach eingestellt. Ja, und wenn du Bock hast, dann kannst du da jederzeit aufmachen. Ist das so okay? Ist das für Bronco auch so okay? Ich rede nochmal mit ihm, aber ich denke ja. Also das sollte kein Thema sein. Ja, ansonsten, wer weiß, ganz ehrlich, Wortspiel. Naja, wer weiß, wie lange das. Na, mal gucken, wie sich das Ganze hier so entwickelt, weil ich meine. Naja. Zum Affen lasse ich mich natürlich auch nicht machen. Ja, ist klar. Was ist denn mit dir eigentlich? Du hast auch beim PD gekündigt? Nein, ich habe nicht gekündigt. Ich hatte doch den Monat Pause. Ja. Und aktuell warte ich auf Rückmeldung von Smith, was jetzt Sache ist. Oh. Okay. Ja. Hast du den nicht erreicht? Der müsste erreichbar sein, der Typ. Doch, er hat gemeint, er muss noch mit dem Chief sprechen. Keine Ahnung. Wieso? Vielleicht werde ich auch wieder Rekrut. Wieso wirft man dir irgendwas vor, oder wie? Nee, man wirft mir nichts vor. Die müssen das nur klären. Was weiß ich. Ah, halt mich mal auf dem Laufenden, bitte. Wahrscheinlich, weil ich länger als den Monat jetzt nicht im Dienst war. Ja, das kommt auch mal vor, weil man Dinge zu erledigen hat, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ansonsten, Smith meinte schon, es werden dringend Leute im SD gesucht und gebraucht. Hey, es ist ein Lieutenant frei, habe ich gehört. Ah, nein. Will ich gar nicht. Okay. Ohne Witz will ich nicht. Ja, nicht bei Smith. Nein, darum geht's mir nicht. Ich bin zufrieden, wenn ich meine Streife machen kann und mit den Leuten reden kann, für die Leute da sein kann. Ich brauche kein Lieutenant sein. Ja, ich habe das nur gehört und dachte mir, hey, naja, warum nicht?
Aber ja, also wie gesagt, Smith meinte schon, es wäre sehr gut, wenn ich zurückkomme. Aber ja, der muss noch mit dem Chief sprechen, keine Ahnung. Ah, okay. Ja, wäre mal schön, jedes Mal, wenn ich an dem Laden vorbeifahre, ist er leer. Ja, ist richtig. Vor allem Smith wohnt in der Stadt. Weißt du, dass der Typ mein Nachbar ist mittlerweile? Nee, ich dachte, der wohnt in Sandish House. Nee, hier, kurz vor, wie heißt das, Crestenburg. Ah, okay. Also Del Piero, wenn du weiter hoch nach Norden fährst, dann kommt ja irgendwann auf der linken Seite so eine Einbuchtung, größerer Parkplatz. Mit dem großen Hotel? Nein, noch nicht. Noch ein bisschen weiter. Ja. Noch ein Stück weiter höher. Dann kommt irgendwann so eine, das ist eine Einbuchtung mit ein paar Parkplätzen. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite sind so Miethäuser mit Balkons. Da wohnt okay. An so einem Eck, Eingang. Und da, da hat scheinbar auch Smith ein Apartment. Okay. Oh, ich dachte eigentlich ein Sheriff, ein Mann des Nordens, wohnt im Norden. Naja. Also ich bin und bleibe im Palito. Ja, das denke ich mir. Naja, ich habe mein Howdy House ja auch mittlerweile nicht mehr, das weißt du, ja? Ach, das hast du auch? Okay. Ja, ich wollte eigentlich mit Ari, naja, wir wollten uns was zusammen aufbauen. So, wollten auch mal nochmal zusammenziehen. Nicht zwei Buden bezahlen und so, ja? Das war ja auch so ein Ding. Ach, ich weiß nicht, was ich noch alles machen soll, um der Frau zu beweisen, dass ich sie halt einfach so mag, wie sie ist. Verstehst du? Das, Vielleicht einfach mal nicht das machen, was sie sagt. Vielleicht sollte ich das wirklich mal. Ja, du, das, naja, gut, das mache ich auch öfter, so ist es nicht. Nein, aber, vielleicht muss man einfach mal sagen, hey, so und so. So, mal gucken. Ich werde dann nicht mal gucken. Sie wollte ja um 1 Uhr geht der Flieger. Vielleicht, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich nochmal da vor Ort aufschlagen soll, aber ob das eine gute Idee ist. Ja, das solltest du schon machen. Doch, doch. Ja. Also, doch. Doch. Ah, weißt du, ein bisschen beleidigt bin ich hier schon, ja. Aber, nein, also das ist ja... Die beleidigte Leberwurst will ich ja nicht spielen. Nein, es geht nicht für mich hier. Natürlich. Ah. Ich denke, ich werde mich nachher da blicken lassen. Ja, solltest du schon mal. Ja. Ich denke, ich werde jetzt gleich, wenn ich mein Auto hoffentlich irgendwann mal finde, dann werde ich zum PD fahren. Mal gucken, ob der Chief da ist. Okay. Er hat sich ja vorgenommen, mich persönlich auszubilden. Er will aus mir eine Maschine machen. Oh, okay. Ja. Na dann bin ich gespannt. Da bin ich auch gespannt. Ja, vor allem habe ich ja schon Ausbildungsanteile jetzt gemacht, wo er nicht da war. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das aufschnappt. Tja. Mal gucken. Na gut. Ja. Okay. Hey. Ja. Malik, wenn irgendwas ist, dann kannst du dich auch bei mir melden, ja? Ich habe das Problem ist, habe ich auch von dir und Fia gehört. Fia war so ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ja, ja. Sie wusste, du warst weg. Und mehr auch nicht. Ja, ich habe Bronco gesagt, ich muss in die Heimat. Aber hast du nicht mit ihr darüber gesprochen? Nein, konnte ich nicht. Und Bronco hat es eben nicht weitergegeben. Beziehungsweise es war davor ja eigentlich schon vorbei, weil, naja, sie meinte, wir haben nicht mehr die Zweisamkeit, die sie gerne hätte und sie kann mit mir nicht mehr über alles reden und dann habe ich zu ihr gesagt, du, wenn es besser für dich ist, dann müssen wir das eben beenden. Naja, du bist aber auch ein cleverer Bursche, wenn es besser für dich ist. Ja, aber es, ja, aber es ist... Lässt sie die Entscheidung. Ja. Naja, was soll ich machen? Also, ganz ehrlich, ich... es ist, wie es ist. Ich habe sie das sehr gibt's auch wirklich. Sehr. Und, das ist auch immer noch der Fall, aber... wenn sie jemanden braucht, der öfter für sie da ist und dann muss sie. Dann musste ich diese Entscheidung treffen. Ja, das verstehe ich. Ja. Dementsprechend, ja. Sie arbeitet im
Old Palitoin weiterhin und ich will sie da auch nicht missen. Definitiv nicht, weil sie macht einen guten Job, einen sehr guten Job. Ja. Und ansonsten, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Das ist still. Aber freut mich, dass du zurückgerufen hast. Das verstehe ich wirklich. Ja. Okay. Hey, Malik. Lass dich nicht runterkriegen, okay? Niemals. Okay. Na dann. Schönen Abend, uns, dir Howdy. Noch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir können die Tage was machen. Ja. Schöne Grüße an Bronco. Richtig aus. Bis dann. Howdy. Ja. Ja, um 1 Uhr geht der Flieger. Ach Scheiße, wo ist denn das Auto, Mann? Oh, das habe ich abgestellt am Parkplatz. Wo ist das Ding denn jetzt? Dieser Old V-Bug, ey. Wahrscheinlich ist irgendwo im Erdboden. Explodiert! So, das ist richtig. Also auch Männer unterhalten sich mal über Beziehungsdinge, ne? Also so auch Real Talk, ne? Hier. Auch geil, oder? Das wäre eine geile Dienststelle hier. Del Piero Police. Del Piero Police, jawohl. Voll geil. Direkt hier am Jahrmarkt. So eine kleine Station hier. So ein Schreibtisch, ein Arbeitsplatz. Zack. Skinner. Och, miau, schon wieder. Was Rampf, was? Ja. Da glaube ich noch nicht dran. Da glaube ich nicht dran. Avatar! Bitte kein Backseat Gaming. Oder Meta. Ich denke, Skinner weiß ganz gut Bescheid. Wo hat man die denn dann zuletzt? Wir waren, ja, vielleicht steht sie noch beim LSPD. Das kann dann, aber das, pff, das ist doch ätzend, ey. So.
Hey ho, Stranger. So. Ah ja, jetzt muss man rückwärts suchen. Also das Blöde ist, das Auto steht nicht oben, wo es eigentlich sein sollte, weil zuletzt habe ich es oben am Parkplatz abgestellt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil schließlich haben wir da auch... Ich habe Area abgeholt mit dem Ding, stand ja da am Del Piero Pier. Dann sind wir zurückgefahren an unserem Parkplatz. Und dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen. Dann ist sie gegangen, dann bin ich noch ein bisschen rumgelaufen draußen und dann bin ich nachher in die Bude. So, also müsste das Auto noch dastehen, was es nicht tut. Sind inzwischen auch alle schon über 30. Boah, das hört sich ja an, als wäre das die Definition von alt. Gucken wir mal. Ein wunderschönen. Lebi! Oh mein Gott! Entschuldige bitte, ich hoffe, du bist noch da. Lebi, vielen, vielen lieben Dank, dass wir jetzt gesehen. Mein Gott, ein Resub, Dankeschön. 25 Monate. Lecco mio, ey. Vielen, vielen lieben Dank für 25 Monate. Hammer. Und deine Finanzberaterin, Dankeschön für deinen Resub im 8. Monat. Mega. Danke. Wer steht denn da? Pauli. Audi, meine Süße, ne? Alles okay. Und sie werden auch aufgeschlossen. So. Howdy, Mister. Hallo. Entschuldigung. Macht nichts. Haben Sie eine Telefonnummer für ein Taxi? Ich habe ihn die noch nicht eingespeichert. Ja, kann ich Ihnen geben, kein Problem. Oh, das wäre super. Sind Sie noch nicht so lange hier? Nee, nee. Ja, willkommen in Los Santos. Danke, danke. Und wie läuft das ab hier wegen Führerscheinstelle? Wo findet denn die? Wo kann ich die machen? Was heißt denn, Sie machen die Führerscheinstelle? Sie wollen Führerschein machen. Genau, ich möchte Führerschein machen. Ja, jetzt gebe ich Ihnen erstmal die Taxinummer. Genau. Die 123 123 ohne 555 davor. Alles klar. Es gibt sogenannte Service-Nummern, wie zum Beispiel 911, 912 oder 123, eben dieses... 123, ja? Genau. Service-Nummern haben nie eine 555 davor. Alles klar, dann habe ich schon mal was dazugelernt. Ja.
Und wie läuft es ab, wenn man einen Führerschein jetzt macht? Wo ist diese Führerscheinstelle? Dann kann ich Ihnen noch eine Taxinummer geben. Und dann erkläre ich Ihnen, wo Sie einen Führerschein machen können. Ah, alles klar. Neue Nummer, anderes Taxiunternehmen. Ja? 322-469. 322-469. Ja, richtig. Mister. Habe ich eingespeichert. Okay. Jetzt, wenn Sie zur Führerscheinstelle wollen. Ja? Passen Sie auf. Ich zeige Ihnen das. Gucken Sie mal hier. Mit auf die Karte drauf, ja? Ja. Wenn Sie jetzt davor gehen. Da ist ja gleich eine Straße, sehen Sie ja schon. Genau, eine Kreuzung. Da, genau, da gehen Sie rechts. Rechts, ja. Und dann immer geradeaus. Mhm. Ja. Da folgen Sie einfach dieser Hauptstraße immer weiter und weiter und weiter. Da gucken Sie mal, wenn Sie auf die Karte gucken, ja? Ja. Wie weit sollten die Straße folgen? Ja, ich würde mal sagen, das sind dann, passen Sie auf, sehen Sie, Sie stehen ja hier gerade beim LSPD, Sie gehen die Kreuzung hoch, dann nach rechts folgen dieser Straße immer geradeaus, richtig? Das habe ich gesagt. Ja. Hallo. Dann sehen Sie. Hallo. Howdy. Und dann kommen Sie, wenn Sie irgendwann weiterfahren, kommen Sie nochmal eine große Kreuzung. Ein Stück weiter oben sehen Sie noch eine, dann kommt eine Bushaltestelle und dann biegt, dann ist dann so quasi, dann biegt da so eine Straße ein in so ein, naja, was ist das hier? So ein, sieht aus wie so ein Einkaufswagen. Diese Straßenführung. Also passen Sie auf, Sie gehen jetzt da vorne, gehen Sie rechts, folgen der Straße. Mhm. Dann kommt irgendwann eine ganz, ganz große Kreuzung auf der Karte. Eine große Kreuzung kurz vor der Haltestelle. Kurz, genau. Kurz nach der Haltestelle geht's rechts rein. Ja. Da finden Sie die Fahrschule. Ach so, da wie so eine, wo Wasser auch so ist. Wo die ganzen Stege sind für die Boote? Nein. Ach so, okay. Es ist so eine kleine Abfahrt, warten Sie. Also, das habe ich selber falsch gesagt. Geht ja gut los hier. Ja, stimmt. Sie müssen noch rechts. Sie fahren noch ein Stück weiter. Mhm. Sie fahren dann noch ein Stück weiter, meine Güte. Nach der Haltestelle weiter. Nach der Haltestelle weiter und dann geht es irgendwann einen abgesenkten Weg nach rechts runter. Und da finden Sie dann die Fahrschule. Abgesenkten Weg? Ja, das finden runter. Sie dann. Gehen Sie einfach die Straße immer geradeaus runter. Irgendwann auf der rechten Seite. Oder Sie fahren einfach mit dem Taxi. Nee, mit dem Taxi, dann erkläre ich mir das. Ich glaube, ich gehe erstmal eine Runde spazieren. Ach, kommen vielleicht. Sie mit, Mann. So, wie ist Ihr Name? Steve, wie ist dein Name? Naja, immer noch Sie. Okay. Skinner. Ja. Okay. Steve. Kommen Sie, Steve. Alles klar, danke schön. Man muss es ja kompliziert machen. Skinner weiß ganz genau, wo das Ding ist, aber man muss halt einfach mal auch. Da muss ja auch mal so ein bisschen. Ihr wisst, was ich meine. So, kommen Sie, steigen Sie ein. Alles klar, danke. So, fahre ich Sie mal zur Fahrschule. Dankeschön. Ja, kein Problem. Mal gucken, ob um die Uhrzeit jemand noch da ist. Ja, das ist fraglich. Ja, aber dann weiß ich schon mal, wo es ist. Ja, wo kommen Sie denn her? Ihr Akzent, ist das hier Oklahoma oder was? Hier Nähe Malta, Italien. Oh. Tja, sprechen Sie Italienisch? Ja, nicht mehr so viel. Ich verstehe. So, sehen Sie. Ach, hier runter. Hier runter. Habe ich doch gesagt. Ich habe mich ganz verwirrt, Mann. So. Dann gucken wir mal. Ah, hier sind sogar Leute. Alles klar. So, passen Sie auf. Howdy, Lady, Mister. Hallo. Hallo. Sind Sie Angestellte der Fahrschule? Ja. Okay, dann habe ich Ihnen hier perfekt. Kundschaft gebracht. Ich möchte auch keine Provision. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Was? Okay, Steve. Okay. Dankeschön. Viel Erfolg, Howdy. Danke. Man sieht sich. Ja.
Ist so gut, ey. Ja, dort, ich fahr da rüber hier. Was haben wir da immer diskutiert? Darf man da rüberfahren, darf man nicht rüberfahren? Das war immer so lustig im Game, das weiß ich noch. Haben uns die Fahrlehrer alle gefragt. Die würden sie über die Boden, die Cops. Ja, das ist halt so, ne? Wenn jetzt der Parkplatz weg ist. So. Manchmal kann man auch eine gute Tat, ja, ganz genau. Jeden Tag eine gute Tat. Das kann man auch einfach mal machen. Die Leute sind doch froh. Und neue Leute ein bisschen schon mal ein bisschen mit RP konfrontieren hier. Howdy, Gentlemen. Hallo, oh. Howdy. Howdy, deswegen habe ich einfach mal gefragt. Hola, howdy. 99 gibt nicht ganz. Naja, gut, aber wenn hier jetzt keine Gefahr mehr ausgeht, dann ist das ja in Ordnung. Nö, alles gut, war doch nichts. Nö. Eben, alles klar. Ich wünsche noch einen wunderbaren Abend. Tschüss. Gleichfalls. Ja, Frau Jones, Sie dürfen das PD jetzt auch verlassen. Hab dich lieb. Machen Sie es gut, Ma'am. Tschüss und danke dir. Sehr gerne, ich hab dich auch lieb. Komm mit. Was war das denn? Er ist eine gute Freundin. Verteilst du wieder viel Liebe, ja? Wir haben Funkfeuer? Oh, wir haben Funkfeuer. Bis ja. Bis dann. Gut. Okay. Howdy, Mister. Mary, okay, Collins, du mit mir. Ja, check. Mary, wir fahren. Gut. Wir fahren raus. Ich schieß dann ab. Ja, gut, mach das. Ja. Oh ja. Gut. Gehen wir erstmal nach oben und gucken oben die Etagen durch. Ah. Ich fahr mal runter, ich guck unten mal. Ja. Haben Sie eine Waffe dabei? Hol ich mir aus dem Spind. Check. Gut, dann fahren wir erstmal runter und dann sind wir auch auf dem minus 3, ne? Funkfeuer. Ah, okay. Okay. Das ist die Idee, den Richter kommt. Alles okay? Ja, das ist gut. Ich muss hoch die Leitstelle abchecken. Check. Aber war da gerade was, oder wie? Wir haben Funkfeuer. Weiß und Gaines sind, soweit ich weiß, gerade vermisst. Ich gehe mit hoch zur Leitstelle. Okay. Umziehen und Waffe. Ja. Die neue Animation, cool, oder? Ups. Ja, kann man so schön animieren hier.
ich kann. Ja, check, dann bitte in Zweierteam sollen wir das Vespucci für die durchkämmen. Milenzi und ich fahren die Wohnung vom Chief an. Das Team um Adams fährt einmal bitte die bekannten Orte vom Chief an. Ich werde da direkt briefen. Jack, kannst du, ich übernehme das Vespucci für die. Dann verzehren. So, mal einstempeln. Geben Sie sich zu erkennen. Das LSPD geben Sie sich zu erkennen, oder was sagt er? Da dürft ihr nicht reinkommen. Kannst du kommen. Okay. Können Sie einen Heli besetzen kommen? Ja, positiv. Frage, gibt es einen Suchsektor, der geprüft werden soll? Komm. Vor circa 20 Minuten ist der PD-99 vom PD weggelaufen. Nahbereich Verhandlung, Downtown, Vespucci. Absuchen, komm. Ich bestätige, Downtown, also vor 20 Minuten Vespucci losgegangen in Richtung Downtown, korrekt oder komm? Fraglich, Suchoption von 07 so eingeleitet. Okay. 3607 kommen. Ja, herzlich kommen. Ja, dann sprechen bitte erstmal ums PD rum, die Dächer abfliegen, dort checken und dann von da das Suchradius im Kreis erweitern. Voraussichtlich nordöstliche Richtung vom PD, aber bitte alle Richtung checken kommen. Verstanden, nordöstliche Richtung vom Vespucci PD, aber weiter den Suchradius kontinuierlich auskommen. Ja, check. 07 damit enden. Die 76 für alle in den Funk. Vor etwa 20 Minuten habe ich mich mit dem Chief noch im Palmenbüro unterhalten. Es war ein sehr intensives Gespräch. Bitte darauf achten, dass der Chief sich eventuell nicht an offensichtlichen Orten befindet, sondern eben entsprechend an irgendwelchen ungewöhnlichen, irgendwo auf Dächern oder unter Brücken. Also wirklich alle Orte absuchen und nicht einfach nur rumfahren und oberflächlich schauen. 76 Ende. Ja, 99, falls Sie nochmal mithören, nochmal bitte ein Lebenszeichen per Funkfeuer kommen. PD 63, Funkzelle. Standort Crime Laboratory. PD 36 hat Overwatch besetzt und beginnt nun mit der Rasterverhandlung im Bereich Vespucci. Die 76 mit einer Frage in den Funk. Welche Kollegen befinden sich noch im PD und suchen dort, ob sich die PD 99 vor Ort noch aufhält? Kommen. 43 und 11 kommen. Ja, 76 somit, 76 Ende. 63 ebenfalls. Kommen. Ja, finden wir IC raus, ne? 43 meldet, das Putsch PD, obere Etagen soweit clear, setzen jetzt auf der minus 3 und der minus 2 und 1 fort. Komm.
Streife PD 76 hat das bunte Parkhaus abgefahren. Keine Ergebnisse. Wir machen uns jetzt auf Richtung Vespucci-Kanäle und überprüfen, ob er sich dort befindet. Aircheck, Nachfolgeauftrag für die 43 und 11. Sobald das PD clear ist, verschließen und mit der Fahndung anschließen, Ihr Auftrag, Fahrzeuge des Chiefs ausfindig machen. Erstmal im System gucken, welche Kennzeichen, welche Fahrzeuge und nach denen dann aktiv fahnden. 07 Ende. Check. Die 76 hakt ein, der Chief fährt einen Schlagen GT, er fährt den Dominator, den die Frau Marshall besitzt, und er hat noch ein Motorrad, was aber schon längere Zeit wohl nicht mehr gefahren wurde. Check somit. 04 und 25 würden ebenfalls eine Streife jetzt besetzen. Gibt es einen Bereich, den wir abfahren können? Komm. Ja, check, Ihr Bereich ist Downtown. Da bitte auch durch Parkhäuser und alles, was Ihnen als Rückzugsort in Frage kommt. Komm. Check, 04, somit 04 Ende. Streife 13 mit einer Information. Der Chief befindet sich nicht am Stadtpark. Ja, check dann dort, Suchradius bitte Richtung Vinewood ausbauen, Richtung Little Italy etc. Streife 13, somit. Einsatzleitung, Ihre Watch, kommen. Ja. Was hier? Hört Sie, kommen Sie. Ja, kurze Frage, konnten wir schon verifizieren, ob die PD 99 mit seinem Privatfahrzeug das Gelände verlassen hat? Also steht sein Privatwagen am PD-Gelände oder vor seinem Haus? Ist so viel gefunkelt, da konnte ich jetzt ganz schnell durchgehen. Ja, alles gut. Wir gehen. Dann bitte einmal durchführen, weil dann würde ich mich auf die Fahrzeugsuche konzentrieren, anstatt jedes einzelne Dach abzukämmen. Komm. Ich habe das mitbekommen. Fahrzeuge des Chiefs. Wird übernommen. Genau. Schlagen, Dominator und Motorrad wohl. 14.11, Auftrag für euch, dann entsprechend ums PD gucken, ob die entsprechenden Fahrzeuge sind. Ich check hier die Heimadresse. Jo, check. Ja, check sie mit, wir nehmen die 63 dann noch mit. Was macht der mir? Ja, check, machen Sie. Du musst hier raus. Du musst raus. Okay. Gut. Gut, dann einmal einen Wagen besetzen. Am besten irgendwie was Schnelleres. Erneutes Funkfeuer bestätigt. Okay, falls Sie mithören, Funkfeuer bitte einmal, wenn östlich Los Santos, zweimal, wenn südlich Los Santos, dreimal, wenn westlich Los Santos, viermal, wenn nördlich Los Santos, falls irgendwo oben in der Prärie fünfmal, bitte Funkfeuer bestätigen. Viermal Funkfeuer bestätigt. Wir haben nördlich Los Santos. Bitte Suche verlagern Richtung Vinewood und Umgebung. Ja, was ist das? Fangen wir an, Kopfzentrum, Friedhof, UCLA, hey, Richmond etc. Richtung Osten mich durchzuarbeiten. Ja, bin ich gerade im Einsatz. Ist gerade schlecht. Scheiße. Darf ich nicht ganz kurz fragen? Ich verstehe dich gerade nicht, der Funk ist. Was? Ganz kurz was fragen. Ja. Du weißt doch, dass Apache damals ganz, ganz viele Fahrzeuge hatte und ich da auch einen Teil mit bezahlt habe. Ja. Jetzt ist es so, dass ich durch die Scheidung, weil ich jetzt von ihm getrennt bin und geschieden bin, würden die Fahrzeuge auf mich jetzt übergeben. Das wird ja 63 übernehmen. Ja. Check. Wäre es dann möglich, dass du mir da hilfst mit nachsehen, welche Fahrzeuge denn alles da angemeldet waren auf ihn? Weil ich habe da echt irgendwann mal den Überblick verloren. Gerne mal hinstellen. Ja, das kann ich dann schon ja, machen, aber jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Dürfte ich meinem Anwalt deine Nummer weitergeben, dass ihr beide das gemeinsam dann macht? Ah, dann soll er einfach vorbeikommen, im PD, das wäre besser. Gefunden, aber gerne ich bin nicht mehr lange im Dienst wahrscheinlich heute und dann, ja. Okay, nee, geht um allgemein. Also das muss auch nicht mehr heute sein, wir haben auch alle Unterlagen. Ja, wieder vierfach Funkfeuer bestätigt. Aber das... Also ja, er kann gerne, ja, du kannst gerne die Nummer weitergeben, aber ansonsten soll er dann schon erstmal im PD aufschlagen und dort gucken.
Nee, wenn wir bei dir aufschlagen, dann schlagen wir ja auch eigentlich ein PD auf. Ja, okay. Okay, wir versuchen weiter einzugrenzen. Funkfeuer zu bestätigen. Also das, wir lassen sie trotzdem PD laufen, hilft, aber ich möchte deinen kompetenten Mitarbeiter haben. Bitte, ja, danke. Dreimal, okay, wenn Westliche hilft, viermal, wenn okay, ganz super. Blind. Dann pass auf dich auf. Ja, mach ich. Okay. Howdy, pass auf dich auf. Ciao. Verdammt, sorry. Ja, das war gerade fünffach bestätigtes Funkfeuer. Das war keine Option. Bitte wiederholen. So, was war jetzt gerade? Keine eingetragen. Ja. Ah, okay. Aber er hat fünffach Funkfeuer bestätigt. Das habe ich mitbekommen, ja. Aber es passt irgendwie nicht zur Auswahl von Kane. Okay. Dann halt irgendeine, die Mr. nicht... Mr. Fahrer, wer, ja, sind Sie denn nochmal? Vorn. 43. 43? Vorn. 43 vorn. Vorn. Okay, Skinner, ich grüße Sie. Grüße Sie auch. So. Okay, wir starten die Eingrenzung nochmal. Einmal Stadt, zweimal ländliches Gebiet. Fahrzeug gesichtet. Wir checken einmal hinten. Mhm. Ja. Gut, wir müssen aufs nächste Funkfeuerintervall warten. Vielleicht kann der Chief nicht jedes Mal funken, sondern nur, wenn eventuell Leute nicht hingucken. Dementsprechend erstmal weiter die Suche aufrechterhalten. Wir warten auf nächstes Funkfeuer. Ohne Bestätigung, Ende. Naja, Watch, kurz zur Info. Callcenter soweit geprüft worden, erstmal negativ. Check. Das LSPD, geben Sie sich zu erkennen. Oh, sag doch gleich, dass wir hier sind. Meine Güte. Nix da. Nö. Nee. Obwohl, die Ecke hier liebt er, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Muss Thorn hin? Ja, müssen wir ein bisschen gucken, ne? FN63, hier 1020. Auf dem Dach kommen. Check, dann das war clear, einmal nach unten fortsetzen. Komm. Check. Oh, hustet er. Er hat Chief erkannt. Nochmal wieder Funkfeuer. Einmal in der Stadt, zweimal auf dem Land. Bitte bestätigen. Hey, zweimal, das ist auf dem Land. Was ist das denn für ein Labyrinth? Wo kommt man hier runter? Sekunde. Umgebung Sandy Shores. Einmal Umgebung Palito Bay, zweimal. Genau, der Portmeier. Okay. Achso, runter will mir wieder. Ja, kommt man hier runter? Das war doch hier. Ja, Watch, ich begebe mich mal Richtung Richmond Tonga Valley hoch. Ja, check bitte auch mal Richtung Wasser und Flüsse dort gucken. Man weiß ja nicht. Achtung, hier geht's. Naja, auch mal die Frage: Haben wir jetzt mittlerweile eine Verifizierung? Ist er mit dem Schlagen oder mit dem Dominator unterwegs? Komm. Okay. Fahrzeuge konnten dann nicht bestätigt werden an der Heimatadresse. Ich würde sagen, wir fahren, wenn das Ganze halt eher halt irgendwie in der Natur ist, fahren wir die Natursachen ab. Ja, können wir machen. Wenn du 10 oder 17 Arme Warnung, das tut mir jetzt schon leid. Dann einmal hier in das Natur. Aber wieso sollte er hier hochfahren? Nee, vergiss es.
Naja, das würde ich auch nicht machen. Oh Mann. 13 für 17. Hat sie kommen. In welche Richtung sind Sie gefahren kommen? Sonst würden wir Richtung Weinberge absuchen. Wir fahren gerade hoch Richtung Weinmutschild. Komm. Checkst du verstanden, dann nimm mir Thomas Drive. Ja. Schön, ja, stimmt. Zur Information, Tschüss ist auf jeden Fall nicht mit dem Taxi weggefahren. Also extrem weit weg kann er nicht sein. Sofern nicht mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs. Pini oder 7 Uhr Watch, komm. 13, das ist stellvertretend. Ja, können wir nicht mal einfach jemanden vor seine Wohnung schicken und vor das PD, ja, und schauen, break, ob da irgendwelche... Break. Gerade Info aus der Bevölkerung bekommen, wurde ungefähr vor 10 Minuten bei der Little Soul Tankstelle gesichtet. Wir verlagern dahin. Soul? Ja, verstanden. Frage Little Soul ist aber ganz schön weit weg. Gerade auf dem Land? Ja, zu Fuß. Zu Fuß, Little Soul? War der nicht gerade auf dem Land hier mit seinen zweimal geklicke hier? 43 und 11 konnten Sie die Fahrzeuge vom Chief um das Pucci-Bidi entsprechend bestätigen, kommen? Nein, weil wir Weinbot angefahren sind, kommen. Ja, Check-Auftrag war aber gewesen, erstmal dort das Fahrzeug zu checken, ob es uns PD rumsteht. Check, machen wir uns auf den Weg. Okay, dann nicht. Gut. Fahren Sie bitte Little Soul und Umgebung ab. Check. Checken, ja, die 76 Tag, ja. Ein. Vor 10 Minuten war der in der Little Soul, dann ist er da jetzt sicherlich nicht mehr. Sicherlich an der Little Soul Tankstelle, die ist gut befahren, wird er irgendwo in ein Fahrzeug gekommen sein. Die Frage ist, wohin? Entsprechend in den Norden, die er auch durchgefunkt hat, gegeben sein, wäre meine Vermutung. Ja, check. Der Sinn dabei ist jetzt auch entsprechend Passanten zu befragen, ob die was gesehen haben. Ja, fangen wir an. Ich warte kurz. Wenn wir Fahrzeug und Fahrtrichtung haben, hilft uns das schon mal weiter. PDL 43 übernehmen Little Soul. Check. Skinner, ich... wie ist deine PD-Nummer? 63. Ja, leider nicht mehr die 12. 63. Sehr ungewohnt. Ja, das ist sehr ungewohnt. Ja. Ist auch ungewohnt, wie viele neue Kollegen hier mittlerweile sind. Ja. Das stimmt. Ich muss sagen, also ich war damals noch da, als sie da waren. Ich war zwar gekommen, aber trotzdem. Department, richtig? Ja, genau, richtig. Ja. Aber davor. Hm? Davor war ich ja auch schon fast ein Dreivierteljahr in der SPD. So. Wo hat sich der noch hingegeben? Okay, gerade weitere Informationen aus der Bevölkerung gehalten. Der Chief ist zu Fuß von der Little Soul Tankstelle weggelaufen. Ja, Richtung Süden. Ja. Check. So, wenn die Fahrschule kommt dann ja auch in der Ecke. Ja gut, dann fahren wir trotzdem einmal kurz Little Soul an. Fahren wir trotzdem mal kurz Little Soul an und fragen mal, ob wir da irgendwie noch Leute... Mögliches Gebiet wäre dort entsprechend um den Hafen rum, ja, oder Richtung ATLS Flughafen. Also wenn es der Hafen wird, wird es problematisch. Weil wenn Check, Streife 13 meldet, schwarzer Washington Richtung Palito Bay wurde zuletzt gesehen in der Nähe des Stadtparks mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein hinteres zerbrochenes Fenster, wir verfolgen den Wagen aktuell unter Umständen der Chief als Insass bekommen. Okay. Ja, check. Overwatch, bitte fliegen Sie an und ich verfolgen Sie. Ich checke nichts mehr. Woher hat die, woher die Annahme, dass der Chief drin sein kann? Die sollen einfach das Fahrzeug verfolgen, wo gut ist. Streife 13, 10, 20. Ah, okay. Aktuell East Highway Richtung Palito Bay. Hier sind ja auch keine Leute, ne? Hier ist kein Schwein. Was verstanden, 1040. Fahren mal die Fahrschule an. Gucken, ob da irgendwie vielleicht wer ist. Ja, Fahrschule waren vorhin welche. Und der Hafen wäre vielleicht noch ein Ding, ne? Ja. Nicht, dass auf dem Boot verschleppt wird. Wäre natürlich schon. Na, Joa, welche Höhe sind es auf dem Easterway? Dann fahren wir Atlantis an.
Ja, aktuell so kurz vor Palito sich Kontakt verloren. Ich komme verloren. Genau, verstanden. Frage, haben Sie den, die Höhe des Tunnels schon passiert? Komm. So negativ. Ja, verstanden. Dann spezifizieren Sie nochmal, welche Höhe auf Starway kommen. Irgendwelche Leute? Nee. Ja, letzte Sichtung, Kreuzung, Leuchtturm Richtung Grapeseed dort verloren kommen. Ja. Kreuzung, Leuchtturm. Nee, das war verstanden. Das Die Frage war, der dann jetzt Richtung Grapeseed oder weiter nach Palito kommen? Aber das ist ein bisschen weit weg, wenn er gerade dann eben auch noch zu Fuß unterwegs bereits war. Bereits vorher sich Kontakt verloren, kann ich so keine Aussage zu treffen kommen. Washington ist das auch nicht schnell. Ja, Ort verstanden. Nee. Ja, jetzt Höhe Osterway, Höhe Grapeseed. Ich fliege mal weiter Richtung Palito. Ja, ich schreibe um die 76, nutze die Route 68 von Westen nach Osten und nähert sich und fährt hier ab zur Suche. Hey, Helmener Info, Schlagen GT, Kennzeichen konnte leider nicht bestätigt worden, steht vor dem PD. Genauso der angemeldete Dominator. Das heißt, die beiden Fahrzeuge sind bestätigt beim PD. Ja, hat eine Highlight-Scheibe. Der kann auch nicht von da oben hier runtergekommen sein. Strafe 13, Overwatch, komm. Strafe 13, hier Overwatch, komm. Ja, gerade 10:30, der Herr ist das Pink. Ebenfalls keine Person. Verstanden, sind Sie auch noch fähig? Boot. Hm? Komplett leer, nichts. Wer soll hier wen gesehen haben? Dann melde das mal. Ja, so positiv. Ja, verstanden. Auftrag für Sie. Prüfen Sie umgehend einmal die ehemalige Henker-Kommune gegenüber vom Palitope Diner, der Raststätte, mit dem Ostsideway. Dort Fahrzeug, schwarzes Fahrzeug untergezogen. Ja. Komm. Bei Dillys. Ja, Streife 13 und mit Streife 13 sind 40. Besitze Info, ich bin jetzt in Ostsideway Richtung Palito Bay abgeflogen. Sollen wir jetzt noch Hafen und Hinweis bei der Kommune nach, bevor wir also auch den Augen verlieren, weil wir 10:30 gemeldet haben. Mahlzeit! Ja, Streife 13. Ja. Haben Sie je nachdem den Chief hier irgendwie gesehen, der hier langgelaufen ist? Information. Wir haben gerade das Zuhause von Herrn Napier abgefahren. Dessen schwarzer Washington ja, richtig. Nicht vor Ort. Könnte unter Umständen das Fahrzeug sein, das wir suchen. Oh, ja, gerade sowieso schlecht. Ja. Ja. Jo, ich danke. Falls Sie doch noch irgendwie was sehen, sagen Sie Bescheid. Danke. Howdy. Funkfeuer. Hey, dankeschön. Malik, so, war das jetzt gerade hier? Wo ist er? Wo ist er? Malik, hey, grüß dich, Malik. Der Hupe, wie geht's dir? Ich habe ein hupenakustisches Signal bei der Henker-Kommune gehabt. Und gleichzeitig kam das Funkfeuer ungefähr, gegebenenfalls ist ein Hinweis. Kommune? Ja, ich weiß wo. Dann sollen wir mit anfahren? Wolltest du mal trotzdem melden, dass hier... 43, 63 und 11 haben Little Soul und Umgebung abgesucht, soweit keine Passanten und auch nichts gesehen kommen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. 13, hier Overwatch, komm. Hört ihr kommen? Frage, sind Sie wieder aktiv und könnten mein Fahrzeug kurz checken? Komm. LSPD-Notruf, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, nee. Schlecht. Okay. Nee, gerade nicht. Gerade nicht. Bitte nicht über die Notruf-Telefonnummer anrufen, Sir. Kurz denn bei? Dann, wie gesagt, gerade nicht da. Bitte noch etwas Geduld. Ja, Frage, haben wir eine weitere Einheit, die vielleicht was prüfen könnte? Komm. Ja, check. 13.7 werden gerade frei. Ja, Grapeseed. Ein Fahrzeug überprüfen. SUV ist gerade hupend an der Henker-Kommune vorbeigefahren, vermutlich. Und die Henker-Kommune selber. Komm. Ja, check, wir übernehmen. Wir fahren an. Ja, dann fahrt mal in direkt Henker-Kommune. Ich bleib mal hier in dem Fahrzeug dran und schau mal, dass ich die Streife 13, wenn sie, sobald sie wieder verfügbar ist, hier mal hinlotsen kann, dass sie den checken.
Check 10 Klicks. Sollten wir uns mal eine Streife zuteilen? Kurzer Moment. ELDS.com. Hört. Wir haben soweit den Zone und Umgebung abgesucht. Sollen wir noch Hafen und Flughafen checken? Kommen? Ja, bitte. Check PDF-Ende. Da wäre aber ganz schön schnell gelaufen. Ja. Naja gut, vielleicht ist er ja teils gelaufen, teils gefahren. Gut möglich. Wir kommen gleich mal runter zum ACLS und fragen da mal nach. Wir fahren es mal ein bisschen langsamer, das wird so ein bisschen schwierig. Ja, ich... Schreibe 13 Uhr, ich warne auf Ihr Go und dann lohnt sich Sie zu dem Fahrzeug, das hier kommt. Warte hier, das ist das Fahrzeug, okay? Ja, Streife 13 wieder aktiv. Lotsen Sie bitte. Komm. Westlich Grape CDF hielt ein schwarzer Guardian SUV, 2 Insassen Minimum. Überprüfen Sie diesen, komm. Ja, Streife 13. Ich bin auch schon die ganze Zeit rumgefahren in Umfeld dabei. Ja. Ach übrigens, wenn ihr mal einen schwarzen Rhapsody, meinen ersten, ja, den schwarzen Rhapsody mit dem... Den kenne ich noch. ...mit dem roten Unterbodenstrich quasi. Anstrich. Dann sagt mir mal Bescheid. Ja, vielleicht muss ich nachher mal auf der kann ich hier auf der Fahrstelle gucken? Kann ich auch, oder? Nein. Doch nicht jetzt gedacht. Oh. Brauchst du denn gut? So dringend den Rhapsody? Oh, genau, alles gut. Oh. Ja, es ging, aber war nicht so schnell. Oh, ich habe wohl den falschen Knopf gedrückt. Oh. Ja, ich merke schon. Ich wollte eigentlich auf den Bordcomputer. Ja, Streife X besetzt sich 1307, jetzt gerade Höhe blöd, Port San Kudo, ungefähr noch 6 Klicks bis zur Kommune. Oh. Oh. Oh, mein Knie so ein bisschen angehauen. Naja, oh. Ordentlich ist das Gebäude aus und die Fahrzeugperson. 10-3. Herr Overwatch, ich leuchte Ihnen den Einsatz dort aus, sind die Personen rechtzeitig von Ihnen. Prüfen Sie mal, ob da jedenfalls der Chief darunter ist. Wenn nicht, dann direkt verifizieren und weiter geht's. Overwatch, kurz 10-20, Tankstopp, Grab der fehlt. In Gedenken, okay. Ja. So. Also, ja, Overwatch, nochmal zur Info, es gab ein Funkfeuer und gleichzeitig ein deutliches Hubsignal an der Henker-Kommune. Und einmal war dieser SUV beteiligt, der jetzt geprüft wird, und eben die Henker-Kommune selber da sein schwarzes Fahrzeug untergezogen. Das müsste geprüft werden. Scheiße, nicht. Hey. Okay. Ja, Chief, wir sind auf dem Weg. Können Sie uns irgendwie kenntlich machen, wo Sie sind? Henker-Kommune 1, irgendwo anders 2. Einmal Funkfeuer. Dieser Versuch immer. Fuck, man hat... Ja, aber es ist gar nicht so doof. Es ist nicht doof, nein, ich finde das auch gut. Man muss halt aber auch den Treffer erstmal landen. Ja, das ist richtig. Mit einem Ort, das ist das Problem. Hey, nur ein paar Lito, 1,5 Klick bis zur Henker-Kommune. LSPD Notruf, wie kann ich Ihnen helfen? Wofür, Sir? Na, Overwatch jetzt auch wieder aktiv im Was Bereich denn, Sir? Country. Ich prüfe mal den Leuchtturm und die Umgebung. Gerade schlecht. Trennung, müssen Sie noch ein bisschen gedulden. Status da mit dem geprüften Fahrzeug kommen? Kann ich Ihnen leider nicht ja, sagen. Ja, so gerade. Negativ, der Chief war nicht unter den Personen und wir haben auch keinen Schwarzwashing in der Gegend gesehen. Hm? Könnte geklärt werden, warum die da gehupt haben, komm. Ich guck mal. So negativ, komm. Ja, check EL, nur bei der Henker-Kommune, wir prüfen hier.
Nee, hier war keiner. Gut, Audi. Check, ich danke. Einen schönen Abend noch. 17 Streife fährt Kannibalendorf an. Gut. So. Dann einmal hier und dann noch einmal den Hafen ab. Check. Der Helm meldet, wir haben einen schwarzen Auto oder ähnliches gefunden, wir prüfen den. So, wo ist er denn? Doch nicht. Im Kannibalendorf findet sich ein schwarzer Washington und weitere Fahrzeuge. Müssen wir da hoch? Ja. Das war jetzt wieder ein paar Mal im Funkfeuer. Fahrzeug ist clear, aber Funkfeuer bestätigt. PD 99 hier Ort. Wenn Sie den Hubschrauber hören, dann geben Sie mir nochmal richtig knallig, richtig schnell das Funkfeuer, damit wir das einordnen können. Also wenn der Hubschrauber gehört wird, ganz schnell ganz viel Funkfeuer. Ende. Tja, die Idee ist nicht 76 schlecht. 76 meldet Kannibalendorf, soweit safe. Hier sind Privatpersonen, die auch schon länger hier sind und niemanden in unmittelbarer Nähe gesehen haben. Na, check, hier also mit. So Leute, spannend. Gut. Einmal Flughafen ist clear, wir fahren weiter Richtung, Richtung Hafen. Check. So, liebe Leute, Dankeschön für die ganzen Follows, die da sind. Also möchte ich nochmal benennen, Jusen, Solaya, Dankeschön. Dann haben wir Axel Alex. Axel Alexander. Schnell, Flughafen soweit clear, fahren wir weiter Richtung Hafen. Bloodnurse, Percy, Twisterer. Dankeschön. Ich hätte es gemeldet, wenn wir beide durch hätten, weil ich beides gefunkt habe. Ja, das ist gut, aber dann haben wir die schon mal eine Sache weniger, worum sie sich Sorgen machen müssen. Hey, oh, also ich habe mal die 921 mal vorbereitet. Sie wissen aber, dass der Fahrer nicht funkt. Ja, ich weiß. Führungsnummer. Okay. Alles gut. Check. Okay, wenn es danach geht, müsste ich hier vorne funken, ne? Ich habe prinzipiell. Ja, ich finde es nur immer irritierend, weil ich dann nicht weiß, ob ich funken soll oder nicht. Ja, das ist gut. Das ist gut. War auch eigentlich jetzt gerade nicht richtig für mich, ja, das stimmt. Alles gut. Wolltest du Maschine? Du machst das. Wie geht's Ariana eigentlich? Ja, Henkerkommune ist clear. Keine Personen oder keine weiteren Fahrzeuge gefunden. Können wir das Thema wechseln? Der Foto oder was auch immer, was hier steht, gehört einem Herrn Christopher Jones. Oh. Na, alles okay. Ich glaube, mir geht's gut. Also. Funkfeuer? Hier ist das Geil hier, wo bist du gerade? Nahe dem Leuchtturm, nördlich dem Leuchtturm Mount Gordo müsste das sein. Ach, ja, das ist so. Ja, check, das trifft auch schon auf ältere Funkfeuer zu. Wir haben ländlich wurde damit bestätigt und nicht in der Nähe Palito oder Sandy Shores. Bitte da, falls möglich, mit Suchscheinwerfer die Nähe absuchen kommen. Wir kommen da direkt hinzu. Ja, verstanden. Ich bin dabei. Ich prüfe erstmal kurz die Spitze, aber ausgelöst wurde das Funkfeuer am ehesten im südlichen Teil. Da gibt es einen Campingplatz. Okay, vielleicht auch mal. Ja, check der Campingplatz von der Straße aus vorne, wo mal so ein Übernachtungsplatz war, oder eher der Leuchtturmseite, der kleine Campingplatz? Negativ, der auf der mittleren Höhe, beim wo es runterwärts geht. Komm. Ja, check. Zur Info, Spitze sah gut aus. Ich prüfe jetzt auch mal diesen Campingplatz auf der Mitte. Die können auch mal, also sollen auch mal ruhig die Klippen abfliegen. Da war letztes Mal schon. Wir sind einen halben Klick entfernt und können uns um die Nahbereichsspannung anschließen. Die machen das schon. Ja. Für die 17 Streifen ist auch von Palito Richtung Leuchtturm unterwegs. Die müssen sich die Leute schon und die Streifen schon ranziehen. Wenn sie was brauchen. Wir helfen vor Ort, wir gehen
Fuß entsprechend zu dem Campingplatz. Ja, wir sollten halt Montgomery am besten eigentlich für zwei und, Seiten. Overwatch wir leiten den Einsatz ja nicht. Ja, klar. Frage mal an Tessi, wir haben noch so ein Bergungsfahrzeug bekommen. Das ist das Schöne, das wenn man einen Einsatz nicht leitet, dann kann man einfach sich mal zurücklehnen. Das ist aber auch unten im PD. Ja, Esti meldet Buggy derzeit nicht benutzt, da Motorschaden kommen. Ja, oh. Check, Held am Ende. Aber Buggy oder Rescue? Da sagt er gerade Buggy. Okay, nee, Bergungsfahrzeug hat er gesagt. PD 99 hier, Overwatch, bestätigen Sie nochmal, hören Sie den Hubschrauber, wenn die anderen mal von vorher geben, ordentlich. Hoffentlich hat er noch eine Weile sein Funkgerät. Nicht, dass sie ihm das noch abnehmen. Ja. Das ist auch eine gute Anmerkung an der Stelle. Vielleicht machen die Funkfeuer an Orten, wo er schon gar nicht mehr ist. Personen laufen in Bewegung, sei das ihr 13.07? Ja, 13.07. Ja, verstanden. Aber nachdem er ja vorhin ein paar Mal doch noch unterwegs gewesen, Richtung Norden. Oder sie halten sie einfach hin. Da gab es dann den Ausschlag. Ich habe keine Ahnung, was das für kranke Leute sind. Das ist richtig. Aber naja, entweder spielen sie mit uns oder wollen gefunden werden. Ich meine, das Spielchen kann ja dann ewig gehen. Und wir würden es wahrscheinlich auch ewig mitspielen. Es müsste eine Frage geben, die nur der Chief beantworten könnte. Ich telefoniere mal mit Pearson. Ja, aber er kann nicht wirklich, glaube ich, nicht wirklich reden, oder? Naja, er kann es ja per Funkfeuer bestätigen. Achso, ja gut. Also ja oder nein, ja gut. Ja, 13.07 checken jetzt den Campingplatz aus der Nähe. Wir kommen von oben, um entsprechend... Ja, hallo. Howdy, Pearson. Skinner. Was soll? Hey, hi. Wer sagt denn eigentlich, dass der Chief am Funkgerät ist? Man hört ihn immer wieder. Ja, man hört ihn. Vielleicht halten sie ihm das Ding wohin. Oh, da war was. Nein, es ging nur darum, wir sollten die Möglichkeit nur in Erwägung ziehen, dass auch andere Leute uns da haben wollen, wo wir hinwollen. Also, ja. Nein, nicht näher sollen, kommen oder nein, irgendwas anderes. Vielleicht hat jemand eine persönliche Frage, die nur der Chief beantworten kann. Und er könnte das nochmal bestätigen. Zur Verifikation. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ich will mal die Einsatzleitung. Red mal mit Papa darüber. Oder mit Kane, ja? Nur 7. Ah, okay. Howdy. Verstehe den Einwand, aber aktuell, wir arbeiten mit Brotkrümeln. Mehr haben wir gerade nicht. Ja, klar. Nein, aber ich wollte das nur nochmal zu bedenken geben. Ja, nee. Habe ich auch auf dem Zettel, aber aktuell scheint es ein bisschen in die Richtung zu gehen. Okay, check. Müssen gleich auch einmal alles tanken. Klar, gut, bis dann. Ja. Ja, Howdy. Ich wollte nur zu bedenken geben, wir haben darüber gesprochen hier, dass das Funkgerät kann auch sein, dass dass es nicht der Chief hat, ja. Vielleicht halten die Typen die ihm noch mehr hin. Das sollten wir nur in Erwägung ziehen, vielleicht hat noch jemand eine Frage, die nur der Chief beantworten kann zur Verifikation. Ja. Stimmt. Hört, sie kommen. Aber wir haben die Chief-Stimme schon gehört. Östlich an dem Berg. Vielleicht halten sie das hin. Fußläufig. Aber dann würde er auch die Frage beantworten können. Ja, das ist richtig. Wollte ich nur als Einwand schmeißen, alles gut, ne? Guter Punkt, ja. Danke dir, Larry. Alles klar, Audi. Ciao. Nummer 5, gut wiederholen, komm. Wir befinden uns fußläufig östlich von Ihrer Position. So, guck mal her. Wir suchen hier das Geländer ab. Was er jetzt damit anfangen will. Ja, check. War ein guter Einwand. Welches Einsatzgebiet sollen wir übernehmen, wenn Sie schon zu zwei Streifen am Leuchtturm sind? Suchen Sie mal südlich vom Leuchtturm. Dort ist ja auch nochmal so ein Bereich mit so einer Landzunge. Könnten auf die Ocean besetzen. Wenn dort das negativ. Aber wieder Funkfeuer. Negativ. Ja, check. Wenn da negativ. Leute, alles klar bei euch? Etwas ins Landesinnere verlegen. Naja. Check zu verstehen. Gibt's ja nicht. Wird bestimmt eine schöne Übung sein. Hoffentlich. An die 13, meine Seite, hier ist clear, hier ist niemand. Hoffentlich ist das nur eine Übung. Check. Ja, okay, der Campingplatz östlich von Mount Gordo ist clear, hier ist nichts und niemand.
Ja, Watch, ich glaube auch, dass das keine bestätigende Meldung war, dass er uns gehört hat, zwangsläufig. Ich habe auch keine Verifizierung gehört. Außerdem gab es einen kurzen Einwand, ob gegebenenfalls wirklich der Chief am Telefon, am Funk ist. Ja, Jack Diamond, den hat Skinner mir eben auch schon am Telefon genannt, ist sehr berechtigt. Wir haben aber nichts als das gerade, sonst wissen wir nicht, wo wir hier suchen sollen. Jo, bestätige einfach nach dem Brotkrümeln die gängigsten Spots irgendwo oder ruhigen Orte mal abchecken. Das Weinwurzschild wurde schon geprüft, gegebenenfalls mal die große Baustelle bei Sandy Shores, gegebenenfalls mal das Fischerdorf bei beim Alamo See prüfen. Ja. Ja, Fischerdorf prüft dann die EL. Die Baustelle Alamo See kann dann bitte die Streife um Adams herum machen, wenn die Landzunge südlich des Leuchtturms negativ war. Ja, Orsch, kurze Info, die Landzunge bzw. der Bereich südlich vom Leuchtturm hat der Orsch schon geprüft, keine Fahrzeuge und erstmal offensichtlich keine Person festgestellt. Ja, check. Dann jetzt Frage an den Overwatch, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Einzugsgebiet Fort Nancudo, dürfen Sie das einmal so anfliegen kommen? Ja, bestätigen. Und der Sumpfbereich wurde tendenziell schon grob geprüft, komm. Ja, check, weil der Chief hat auch Zugangskarten für Fort Nancudo, das Gelände wäre sonst auch nochmal interessant. Der fetzt da mal durch, das ist richtig. Das war jetzt gerade unverständlich wegen Terrain, wiederholen. Ja, ich habe, also ich wiederhole, der Chief hat da sonst auch Zugangskarten. Alles klar, Collins, klappen Sie links? Check. Du links, sorry. Ja, verstanden, aber ob jemand wirklich seine Zugangskarten missbraucht, um auf eine Militärbasis Zutritt zu erlangen, komm. Ich meine, das wäre der dümmste Platz ich ever. Ich nehme die Brotkopierten, wenn du bessere Ideen hast, raus damit. Ein ganzes Waffenarsenal. Lieber nochmal jedes Parkhaus checken, jeden Untergrund, unter jeder Brücke nochmal gucken, komm. Ja, check, bitte erledigt. Kennen Sie den, Sägewerk zum Beispiel, der Tunnelsägewerk, falls das bei dem Kannibalendorf nicht geprüft wurde? Den? Kennen Sie den Satz? Ja, können wir sonst mal mit übernehmen, wenn wir das Fischerdorf geprüft haben, dann fahren wir aber den Tunnel ab. Sägewerk selbst, so wie Kannibalendorf, wurde mein Fischerdorf. Könnte alles sein. Die Fischerdörfer wurden schon geprüft, ne? Wir gucken gleich die Kanäle ins Sofferless. 76 bestätigt das Kannibalendorf, Sägewerk soweit safe. Gut, dann fahren wir aber nicht entgegen der Fahrtrichtung. Oh, keine gute Idee. EL für die PDF kommen. Hafen soweit auch clear, wir würden die Kanäle in South LS anfahren und checken, komm. Ja, check, übernehmen Sie das. PDF-Ende. Oh je. Also, ich hoffe, wir schaffen das bis 12:45. Ja, wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, ich wollte Henry noch am Flieger. Ja, tschüss. Ja. Harry wird uns heute verlassen, Collins. Ja, aber nur für den Urlaub, habe ich gehört. Ja, ist richtig. Aber sag das doch nicht so. Ja. Wir können mal reden. Ich fahre erstmal mal ganz kurz tanken. Ja, alles gut. Und dann unter Richtung Kanäle. Gib uns jetzt einfach mal die Streife 4. Ja. Ja? Das ist einfach. Vorn war das, richtig? Ja, richtig. F-O-R-N-E oder wie? T-H-O-R-N. Ach, T-H. Bei der Zeitung hier Overwatch kommt? Ja. Hört? Kleiner Trick 17. Gegebenenfalls mal das MD und FD mal anfragen, ob die vielleicht auch ein paar Kräfte mobilisieren können und mal die auch mal ein bisschen die Augen offen halten können, auf der Straße kommen. Ja, check. Gute Idee, wird umgesetzt. Ich melde mich gleich. Oh, bin ich mal gespannt, ob die hier. Ja, das ist gut. Bin ich mal gespannt, ob die Kräfte haben für eine Suche. Außerdem ja auch schon mal gegebenenfalls mal das Geistermotel in Sandy Shores mal prüfen. Und gegebenenfalls eben zum Beispiel sowas wie den Pier. Ja. Unter dem Pier. Vielleicht beliebte weitere Orte vom Chief.
Ja, check. Wie die 17 Streife durchkämmt, sind die Chance komplett. Eieiei, da ist was los. PDL 43 und 63 besetzen jetzt Streife 4, gerade Tankvorgang, damit Suche fortgesetzt. Haben wir mal zumindest eine Streifen kennen. Ja, check, übernehmen Sie dann bitte, falls Sie in Stadtnähe sind, den Pier und die anderen Orte, die der Kollege PD36 gerade genannt hat, kommen. Check, so verstanden, kommen. Ja, check, Elin. Also Pier, Parkhäuser. Ja, check. PD 99, hier PD 36. Wenn Sie den Hubschrauber hören, geben Sie mir nochmal, wie gesagt, richtig viel Funkfeuer. Geht's runter, ne? Da war ich schon lange nicht mehr hier unten. Scheiße, lass mal hinten in die zu großen Einfahrt, ne? Ja. Dann kann ich nur gucken, dass wir einmal die Seite wechseln. Warte. Hui! Ja, yeah, ich weiß. Der ist zum Glück nicht so tief. Außerdem gibt's einen kurzen Moment nervös. Naja, aber ja, das Info-Sägewerk wurde soweit auch nochmal kurz offensichtlich. Kennen die zum Glück hier. Oh, woher denn? Was haben sie denn gemacht? Ich bin hier schon mal tatsächlich lang gefahren mit Smith auf Streife. Ja. Im Geisterhotel okay, das sind wir aber... zwei Personen. Wir überprüfen das. Okay, das müssen wir jetzt tatsächlich zu Fuß machen. Da können wir nicht reinfahren. Naja, was? Wiederholen, welches Gut. Hotel? Das Geisterhotel. Ja, was verstanden? 1040 mal. Das LSPD, wenn Sie mich hören. Können Sie ja gleich ankündigen. Was denn? Ja, noch mit dem Megafon hier reinschreien. Ist das ein SWAT-Anwärter? Soweit clear. Ah. Ja, das war wieder zurück. Die werden nicht so super weit rein. Das ist der übelste. Das ist so geil. Gut, was war noch? Was ist ein weiterer Spot, den die gesagt hatten? Pier und in der Stadt die, die Parkhäuser. Ja, Watch 1020, Geistermotel, Sandy Schuss. Okay, erstmal gucken wir, dass wir hier wieder rauskommen. Möchten Sie auch was essen? 10-3. Overwatch ist 1020, Sandy Schuss zum Geistermotel, Unterstützung einer Bodeneinheit. Eine Frage. Sprunk. Aber natürlich habe ich es. LSPD-Notruf, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Okay, wir haben jetzt eine Nachricht bekommen von der Nummer von Chief, wie wichtig das Leben des Chiefs für uns ist. Werden entsprechend antworten, die 13 übernimmt das. Afrodonis, wie sah der Typ denn aus, der Ihren Wagen geklaut hat? Ja, also das ist eine Overwatch-Frage, haben wir eine dedizierte Verhandlungsführung, komm. Noch nicht, würden wir jetzt entsprechend aufbauen. Da Kontakt auf die 13 erfolgt ist, wird er die Verhandlungsführung übernehmen. Alles klar. Okay. Naja, verstanden. Dann die 13 Verhandlungsführung, dann gegebenenfalls er auch die 921 direkt übernehmen. Zwecks Telefonnummer, alles Kontakt klar. Kommen. Tschüss. Ja, check wird übernommen. Afrodonis? Oh, Jenne. Kannst du mal bitte Afrodonis anfangen, ja? Check. Abschepper wurde geklaut. Sollte eigentlich relativ ab und einfach mal die sein. Wüste rund um Sandy Shores. Ja. Na, YouTube. Scheiße.
EL für die Strecke 4.com. Wir fahren gerade einen Notruf an beim Aphrodonus, geklauter Wagen wohl. Schauen uns das kurz an und widmen uns dann wieder der Suche kommen. Ja, check. Vielleicht mal Personenbeschreibung einholen und gucken, ob das wir alles gerade im Zusammenhang ankommen. Check. Strecke 4 Ende. 10 Tage ist er mal im Urlaub und dann da ist muss er nachgesetzt werden. Ach du Scheiße. Okay. Audi. Hallo. Was machen Sie? Ja, genau. Okay, die 17 Euro Frage, brauchen Sie mich noch als Unterstützung, ja? Ich habe wieder angefangen auf der richtigen ja, Seite. Ja, der war vorher hier vorbei. Auf der richtigen Seite, ja. Der hat auch mit der Frau gesprochen, ganz kurz mit ihr. Und dann wollte ich nur gerade anhängen. Gar keiner. In dem Moment ist der wahrscheinlich gerade ja, reingesprungen. Ja, klar. Und fuhr direkt weg. Ja, ich... Ja, genau. Oh Mann. Sie sind ganz nice. Sie sind ziemlich aufgelöst. Wie oh geht's Gott, was machen Sie denn auch noch hier? Ich? Entschuldigung. Was arbeiten. Ja, auf der richtigen Seite, ja. Nicht? Nee, irgendwie nicht. Alles gut, Madison? Ja, alles super. Okay, du hast den Fahrradfahrer gesehen, ist das so richtig? Ja, ich habe eben einen Fahrradfahrer gesehen, der mich angequatscht hat. Kannst du mir den beschreiben? Er war auf einem Fahrrad, ein weißes Fahrrad, weiß und rot. Wie sah der Typ aus? Dunkler Typ, eine Kappe auf. Schön, jetzt sind alle da. Nichts irgendwie Auffälliges, Besonderes? Na, wie er quatscht hat, ich würde ihn schon erkennen, aber ich bin scheißegal wegen diesem verfickten Abschleppauto. Ja, check das Fischerdorf. Das interessiert mich gerade wirklich nicht. Okay, Fischerdorf alles nördlich, gut, das wäre es auch schon gewesen, dann lassen wir die Dame mal in Ruhe. Bitte entsprechend dann... Großartig. Ja, selbstständig einfach die Suche aufnehmen, komplett Los Santos und das Suchgebiet. Check, so verstanden, 25 Jahre. Alles klar. Wollen Sie was trinken? Ja, haben Sie Whisky dabei? Nein, aber das Brunk erstmal, vielleicht ein bisschen Zucker. Na, nehme ich auch. Gebe ich Ihnen. So, hier. Wir fahren weiter. Einsatzleitung, ja, Watch, komm. Ja. Hört sich kommen, gerade im Tunnel gewesen. Würde vorschlagen, gleich in Streifengebiete einfach einzuteilen und die Streifen innerhalb ihrer Streifengebiete zu suchen lassen. Kommen. Ja, check, übernehmen wir gleich. Wir haben jetzt gerade Kontakt mit vermeintlich einem Führer aufgenommen. Scheint jetzt bestätigt zu haben, wir haben eine Lösegeldforderung und wir versuchen gerade Kontakt aufzubauen. Okay, dann fucke ich unseren Kram erstmal nicht rein. Ja. Dementsprechend müssen wir erstmal klären, was, wie, wo und danach machen wir alles weitere. Ja, verstanden. Orangenabschleppwagen. Passt ein bisschen die Suchtaktik an, da wir jetzt ja nach Personen ausschalten. Mit denen jetzt? Ja, check. Mit wem? Mit den beiden. Madison gar nicht. Die ist nicht gut anzusprechen. Aus Gründen, logischerweise. Ja. Und seine Telefonnummer habe ich. Ich melde mich dann bei ihm. Okay. Ja, ja. Uhrzeit 23.38 Uhr, falls sie jemand noch braucht. Ja, nee, das ist gerade schwierig. Chief ist anscheinend entführt. Wir sind gerade auf Suche. Ja, mache ich. Gib mir Mühe. Jo, tschüss. Und hatten sie denn gerade dran, wenn ich fragen darf? Dori, also Doria. Ah, okay. Ah, den gibt's auch noch. Ja, ja. Ist auch so ein Urgestein. Wenn sie das sagen. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo der nicht da war. LSPD Notruf, wie kann ich Ihnen helfen? Dorian ist ein feiner Kerl. Auf jeden Fall. Für ihn habe ich sogar extra eine französische Variante von Audi gehabt. Audi. Franzosen sprechen das Heim. Okay, können Sie das Fahrzeug beschreiben? Die 76 hat das Geisterhotel abgecheckt. Die zwei Personen haben nichts damit zu tun. Geisterhotel ist soweit leer.
Okay. Beim Fischerdorf. Oben beim Alamosee, ne? Okay. Wer saß da drin? Nur eine Frau oder noch jemand? Einsatzleitung hier, PD36, komm. Okay, alles klar. Ja, kurz den Check. Fall danke Ihnen. Wie, wo, was? Ja, gebe ich gleich durch. Ich will kurz meinen Funkspruch abwarten. Ja, Fischerdorf, okay. Ja, es wurde ein SUV beim Fischerdorf gesichtet. Mhm. Die Leute sind drauf zugegangen, dann sind die einfach abgehauen. Und da wurde wohl gerade über den, irgendeine Streife hat wohl den Chief dort gesucht, deswegen hat jetzt ein Bürger angerufen. Die fanden das ein bisschen komisch. Der Funkspruch läuft noch, oder? So wie ich glaube. Ich glaube auch. Aber dann einfach mal sonst zur Not, jetzt gerade, weil das eigentlich wichtig ist. Ja. Einfach mal breaken, wenn das jetzt gerade jetzt nicht gleich beendet wird. Kommt da noch was oder kommt da nichts? Ja, der brennt. Der Thorn. Okay. Leitstelle mit einer kurzen Info. Ein Bürger hat gerade angerufen. Eine Streife war wohl beim Fischerdorf und hat sich nach dem Chief erkundigt. Kurz darauf ist ein schwarzer SUV wohl dorthin. Als die Bürger auf das Fahrzeug zugelaufen sind, ist der SUV direkt wieder abgedreht und weggefahren. Info an alle Kollegen. Ja, check. Wie schwer kann ein Abschleppwagen zu verlieren sein? Naja, das geht schnell, die Frage. Frage der 76, ist das Fischerdorf das, was beim Dispatch ist? Ich gucke, wo ist der Dispatch? Check so richtig. Ja, 76 somit. Ja, zur Info am Fischerdorf müsste ein Herr Jung vor Ort sein. Na, das ist wahrscheinlich der Haben Sie zufällig einen Abschleppwagen vorbeikommen sehen? Der war gerade nicht ganz so freundlich, als wir mit ihm gesprochen haben. Alles klar, ich danke. Ganz so freundlich gewesen aufgrund der Situation. Vielleicht da ein bisschen mit Sandhandschuhen, wenn Sie hinfahren. Die 76 zur Ergänzung. Der Jung ist ebenfalls Anwalt, deshalb ist er nicht so gut auf uns zu sprechen. Ah, das erklärt. Oh Mann, ey. Wo zur Hölle würde ich einen Abschleppwagen verstecken? Mit einer Seitengasse? Ja. Oder habe ich das nur mitgenommen, um kurz meinen Spaß zu haben, bis der Tank leer ist? Ich meine, sobald ich das Ding ausschalte oder der Tank leer ist, kann ich das Ding sowieso halt irgendwie abstellen und liegen lassen, weil ankriege ich das Ding sowieso nicht ohne Schlüsselkarte. Ja, also entweder fährt das Ding, bis wirklich Tank leer ist, oder sobald das Ding zugeht oder ausgeschaltet ist, ist das Ding weg für die Person. Wieso müssen so jetzt so eine Leute so eine Scheiße jetzt gerade machen? Gucken wir mal. Okay. Mal hier die Abkürzung. Hat das Ding kaputte Rückscheibe? Habe ich nicht gesehen. Ich warte mal kurz hinterher. Aha. Ja, alle Berge sein. Okay, nee. Wie geil wir gerade geflogen sind. Habt ihr dieses sanfte Schweben gesehen? Wir fahren mal auch zum Pier. Dann gucken wir nämlich auch direkt da, ob Brandon da irgendwie der Chief ist. Grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Dark Tim.
Floating Car, richtig. Hat er die Personen, die angerufen haben, gesagt, was für ein was für ein Wagen das ist? Also beziehungsweise was für eine Art von SUV? Nee, schwarzer SUV. Ja, check. Das ist immer die Allerweltsaussage irgendwie. Ja, aber ich kenne mich auch nicht mit allen Modellen aus, muss ich gestehen. Nein, das Problem ist nur, es gibt halt unterschiedliche schwarze SUVs. Ja, definitiv. Und, es könnte ein Dubster sein, ein Granger sein. Ja. Komplett unterschiedlich. Und dann mal Anzahl Einwohner hier so gefühlt. Granger, ja. Hey, hier Mary, hallo, bestimmt. Grüß dich, Kijara. Ah, es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Nein, negativ. BD 17, Streife 10, 20, Fischer. Ich möchte mich bedanken bei Twisterer Live, bei Bloodnath. Dankeschön nochmal, Percy. Und dann, wie gesagt, Twisterer, Dankeschön für den Follow. Willkommen in der Community. Ich hoffe, euch geht's gut. Mensch, ja, das stimmt, Brandon Smith. Ist echt schon eine Weile her. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Hey, hey, Flower Crown, auch wieder am Start. Grüß dich, ein wunderschön. Ach, schön, dass du da bist. Ich wollte nur in den Feierabend. Kenne ich. Wieso ist das so? Ja, Larry ist wieder im Dienst. Gehört? Nur anders. Wie bitte? Die Sirene? Ja, die 51 ja. Mit einer Information. Es handelt sich um einen mattschwarzen, modernen SUV. Kommt mir so Kaleaie Kirimokofu in den Sinn. Ja. Ja, aber der sieht okay. Die Eier, ich verstehe. Ja. Jetzt sehen wir raus. Hier. Einsatzleitung für die 36 nochmal kommen. Hört. Ja, für siebte Information. In der Zwischenzeit gab es eine Alarmierung ans SWAT. Wir stellen auf jeden Fall schon mal das ganze Rettungsteam soweit bereit. Falls eine gewaltvolle Intervention notwendig ist. Ja, perfekt. Halten Sie sich bereit. Wir versuchen gerade ein bisschen was zu klären dafür. Selbst PD, einmal rechts ranfahren. Alles weitere per Draht. Ich wollte gerade. Ja, PD36 soweit verstanden. Dann Trennung nochmal, damit offizielle Mobilisierungsalarmierung für das. Guten Tag, ich wollte den gerade Ihnen vorbeibringen. Den hat da irgendwer auf der Straße abgestellt. Okay, alles klar. Also bei uns wurde jetzt gerade halt jemand gemeldet, der einen. Ich habe den hier vorne auf der Straße entdeckt und wollte ihn den gerade vorbeibringen. Wahrscheinlich. Weil der stand da. Alles klar, haben Sie erstmal einen Ausweis für mich? Nee, habe ich gerade zu Hause liegen lassen. Ich war gerade am Sport machen. Das ist schlecht, weil Ausweispflicht nach Paragraph, StGB Paragraph. Ja, wie gesagt, ich wohne hier um die Ecke. Ich wollte eigentlich nur eine Runde Sport machen. Mhm. Genau. Warum muss ich denn eine Waffe raus? Ich bin doch kein Krimineller. Ach so. Weil der war. Also nochmal. Ich war hier gerade am Sport machen. Ich kann den Ausweis kurz von zu Hause holen, dann können Sie den gerne auch sehen. Weil. Genau. Das ja, aber auch. Nicht beim Sport. Ich war doch gerade am Schwimmen. Ich wollte schwimmen gehen. Und wenn mir dann jemand aus der Tasche meinen Kram klaut, bin ich am Arsch. Nee, ich wollte da mich ausziehen am See. See, wie heißt das nochmal? Also am großen See da. Und wollte eine Runde schwimmen gehen. Und da wollte ich keine Wertsachen mitnehmen. Haben Sie erst dann, wenn Sie keinen Ausweis für mich haben, haben Sie doch bestimmt einen Namen für mich. Ja, mein Name ist Cody Tucker. Cody Tucker. Genau. Und wie gesagt. 63 überprüfen Sie einmal kurz Cody Tucker. Ja. Und ich wollte den gerade vorbeibringen, weil der stand hier mitten auf der Kreuzung, dieser LKW. Und ich dachte, das ist doch nicht normal, dass ein LKW mitten auf der Straße steht. 20, Vespucci Beach, Tankstelle, Vorgang. Zur Polizei, weil der wohl geklaut worden ist. Ja, ich habe doch kein Handy dabei. Wie soll ich denn jemanden anrufen? Ich habe doch meine Wertsachen zu Hause liegen gelassen, damit keiner meine Sachen klaut. Telefon? Ich habe ja kein. Wie kommen Sie darauf, dass er geklaut wurde? Ja. Haben wir wie geklaut? Er stand mitten auf der Straße. Wer stellt denn bitte mitten auf der Straße ein LKW ab? Ja, doch nicht, aber mitten auf der Straße. Und fünf Minuten kam da keiner. Ja. Aber nochmal, da war fünf Minuten, war da kein Schwein. Und da war auch kein Auto. Polizeiliche Maßnahmen, illegaler Aufenthalt. Stand einfach mitten auf der Straße an. Ja, dann ist sollte trotzdem Ihre erste Position nicht unbedingt sein, einsteigen und damit los. Illegale Einreise. Entschuldigen Sie, ne? Ich, wie gesagt, ich versuche einfach nur
ein guter Mensch zu sein. Weil ich wollte keine Probleme machen. Ich bin einfach hier, wie gesagt, wollte eine Runde mich fit halten, weil ich Fitness mag. Und ja. Sir? Genau, ja. Wo wohnen Sie denn? Ich? Hier in Vinewood. Hier auf der Ecke in Vinewood. Wenn Sie Straße hochfahren, links rum, oben bei den Gebäuden. Mhm. Direkt das erste größere Haus da. Okay. Mr. Tucker. Ja. Wie lautet denn Ihr Codewort? Mein Codewort? Darf ich Ihnen das sagen? Das dürfen Sie. Okay, Hühnerknubbel. Das ist falsch. Wie, das ist falsch? Hühnerknubbel wurde mir gesagt. Hühnerknubbel. Mit B. Knubbel. Alles klar, Sir. Da Sie anscheinend halt keinen Ausweis haben, weil das Ganze halt auch bei uns in der Akte so vermerkt ist und Sie anscheinend... Das hat mir der Anwalt auch gesagt. Ich kann auch den Anwalt anrufen. Ja, jetzt haben Sie auf einmal ein Telefon. Ja, das, aber da ist ja kein, da kann ich ja keinen Notruf mit abwählen, sondern da habe ich ja nur das bekommen für den Notfall und ich soll nichts sagen, weil es auch korrupte Polizisten hier gibt, wurde mir von dem Anwalt gesagt. Und ich soll nichts sagen, hat der gesagt. Ich soll, Ihre erste Intention ist, ein Wagen, der auf der Straße steht, nicht das PD anzurufen, sondern da einzusteigen. Ja, was ist, wenn Sie korrupt sind und mich töten wollen? Und dann hätten wir das schon lange gemacht. Ja. Nein, wie wurde das von dem Anwalt gesagt, bevor mir irgendwer nach einem Codewort fragt, ich nichts sagen soll? Jetzt legen Sie was für Geschichten? Weg. Können Sie mal aufhören, mich jetzt so mit irgendwas zu bezichtigen? Ich habe Angst. Denken Sie, warum ich ein Codewort bekommen habe. Das kriegt man nicht einfach so. Ja, gut. Sie müssen das Richtige nennen. Das und der Anwalt, Hühnerknubbel. Hühnerknubbel. Das ist falsch. Das hat gut. Der Anwalt mir gesagt. Hühnerknubbel. Herr Shalom. Herr Shalom. Richtig. Also der Anwalt hat Ihnen das Codewort gesagt. Ja. Gut. Ja. Gut. Sie haben dementsprechend, würden wir Sie jetzt erstmal einmal mitnehmen zur Klärung Ihrer Identität, so wie... Die Streifung D76 ist im Trailerpark und überprüft einen mattschwarzen SUV. Okay. Wir würden Sie jetzt erstmal mitnehmen zur Prüfung Ihrer Identität. Wir werden dann Herr Shalom darüber informieren, dass Sie dort sind. Genauso werden wir dementsprechend dann einmal nachfragen, ob das tatsächlich das Codewort ist, was er Ihnen genannt hat. Obwohl ich kann doch kurz von zu Hause den Ausweis holen. Das Kennzeichen keinen Ausweis haben. Ja, aber ich habe doch dieses Dokument bekommen. Welches Dokument? Ja, wegen diesem Hühnerknubbel. Gut. Das wurde ich mir doch extra aufgeschrieben. Ich habe es auswendig gelernt. Lassen Sie mir doch bitte kurz die Chance, dieses Dokument zu holen, dann zeige ich Ihnen das. Ich werde das einmal ganz kurz mit dem DOJ, werde ich da einmal anrufen. Bitte bleiben Sie stehen. Ich rufe kurz einmal meinen Anwalt an. Ne? Das ist doch wohl in Ordnung, wenn ich einmal kurz meinen Anwalt anrufe. Sie legen jetzt das Handy weg. Warum darf ich nicht meinen Anwalt anrufen? Sir, drehen Sie sich mal bitte um. Hey, ja? Geben Sie mir mal bitte Ihr Handy. Nein. Geben Sie mir Ihr Handy. Warum soll ich Ihnen mein Handy? Hey, was nimmt Sie mein Handy einfach aus der Hand raus? Dankeschön, das kriegen Sie gleich wieder im PD. Sie sind korrupt. Nein, sind wir nicht. Doch, Sie wollen mich umbringen. Dann hätten wir das schon lange getan. Ja. Selbstverständlich wollen Sie mich umbringen. Wissen Sie... Ich kann euch sagen, ich sehe hier mitten auf der Kreuzung diesen Abschlepper, will einfach nur ein guter Bürger sein und zeigen, dass ich der Chance, die Sie mir gegeben haben, hier einfach, dass Sie mich schützen. Aber verstehen Sie... Wenn Sie sich einfach mal beruhigen und einfach mal kurz still sind und uns machen lassen. Aber jetzt überlegen Sie mal, Mister. Wenn wir Sie umbringen wollen würden... Ja, Sie nimmt mir das Handy weg. Ich darf nicht mal kurz mit Anwalt anrufen. Warum darf nicht mein Anwalt sprechen? Das dürfen Sie doch dann gleich. Aber wenn wir Sie umbringen wollen würden, dann würden wir nicht so lange diskutieren, sondern dann würden wir schnell machen, weil so viel Zeit hätten wir dann gar nicht. Wäre echt schade sonst. Sie mir gerade drohen? Nein, aber... Sie dürfen im PD dann gleich auch Ihren Anruf tätigen. Warum darf ich das nicht hier? Weil es gerade eine polizeiliche Maßnahme ist und Sie da nicht zu telefonieren haben. Ja, überprüfen Sie gerade. Wir wollen Ihre Identität feststellen. Ich habe Ihnen doch den Namen gesagt und Hühnerknubbel. Das ist falsch. Das ist richtig.
Laut unserer Datenbank ist das Ganze erstmal falsch. Sie sind erstmal in einer polizeilichen Maßnahme und noch nicht in U-Haft. Sie sind gerade erstmal nur, wir versuchen erstmal ihre Identität gerade festzustellen. Ganz ich fahre mitten zur Polizei, entschuldigen Sie mal. Wenn ich ein Ding klauen würde, würde ich doch nicht mitten zur Polizei fahren. Wir wissen ja nicht, ob Sie auf dem Weg zur Polizei waren. Ja, genau, deswegen fahre ich hier auch geradeaus. Gucken Sie mal meine Handyklingel. Darf ich da bitte einmal kurz rangehen? Da macht sich jemand Sorgen. Der ruft die ganze Zeit an. Sehen Sie, der klingelt Liebe doch Sie da. Gleich. Nach der polizeilichen Maßnahme. Ganz einfache Geschichte. Das wird jetzt gerade einmal kurz vom DOJ soweit geklärt. Ist so gut, der Typ ist auch cool. Schön. Echt? Außerdem. Ansonsten, wenn Sie halt einen Abschleppwagen vom ACS finden, wieso ist nicht Ihre erste Intention, erstmal beim ACS anzurufen? Ich kenne doch hier niemanden, der stand da mitten auf der Bahn. Gut. Schönen guten Abend. So. Der wurde da angerufen, der wurde jetzt gestohlen gemeldet. Ja. Wo haben Sie den genau gefunden? Nochmal, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen das. Von oben sieht man das sehr, sehr gut. Mensch, man hilft hier einfach nur und dann wird man hier wie so ein Schwerverbrecher behandelt. Und ich darf nicht mal meinen Anwalt anrufen. Herr Tacker, beruhigen Sie sich. Das Problem ist, dass die Leuten helfen wollen, ist sehr löblich. Das seid aber links. Da unten ist da unten. Auf ja. der Kreuzung, da wo ja. ich hochgefahren bin. Ja. Da stand der mitten auf der Straße. Ich habe 5 Minuten da gewartet. Wenn da einer reingekachelt wird, das ist doch ein Highway. Die Überprüfung des schwarzen SUV ja, hat nicht ergeben, auch in ihrem Bereich keine Personen oder ähnliches. Abschlepper 5 Minuten lang ohne Beaufsichtigung, sagen Sie da gerade, er wurde als geklaut gemeldet. Das heißt, da ist ja wohl irgendwer damit rumgefahren. Naja, vielleicht musste der Fahrer ja auch kacken. Ich weiß ja nicht. Dann ist aber der Wagen jetzt in Sicherheit und wieder dem Besitzer zurückgegeben. Das stimmt, allerdings ist dann halt immer noch das Problem, dass wir halt nicht unbedingt zu 100% wissen, ob Sie jetzt halt diejenige Person sind. Geht das nicht irgendwo, habe ich nicht irgendwo mal was gelesen bei diesen Wiese News im Falle für den Angeklagten? Warum denken Sie gleich, dass ich ein Verbrecher bin? Da nochmal, der Anwalt, sprechen Sie bitte mit Herrn Shalom. Da Sie das falsche Codewort haben und dann in einem gestohlenen einen Wagen sitzen, muss ich erstmal davon ausgehen, dass Sie jetzt in dem Fall gerade tatsächlich nicht unbedingt entschuldigt sind. So, warum geben Sie mir dann nicht mehr die Chance? Warum nimmt Ihre Kollegin mit das Handy weg? Mal kurz den Anwalt anrufen, vielleicht sagt er mir das richtige Kurve, deswegen hat er sich verschrieben. Ich werde jetzt gerade einmal kurz Herr Shalom anrufen. Ja. Warum darf ich den nicht anrufen? Weil wir jetzt gerade in der polizeilichen Maßnahme sind und der Kollege macht das ja, wir wollen Ihnen ja helfen. Na, Ihre Kollege nicht, die will mich angreifen, habe ich das Gefühl. Nein, wir bekommen das schon hin, ja. Mr. Tucker. Ist so aggressiv, holt gleich Ihre Waffe raus. Die ist aus Sicherungszwecken da, aber das bedeutet noch lange nichts. Außerdem ist das ja auch nur ein Taser. Der kitzelt nur ein bisschen. Kann sie nicht weggehen, sie reicht doch, wenn wir beide hier sind, Sie beide. Die ist so aggressiv. Ganz kurz. Warten Sie bitte gleich. Oh, meine Handy klingelt. Sehen Sie das schon wieder in Ihrer Hand? Mein Handy klingelt die ganze Zeit. Einmal in Funkkreis 3 wechseln, aber nicht im Funk durchgeben. Ich darf die nicht mal anrufen und sagen, dass alles in Ordnung ist, dass ich mit der Polizei unterwegs bin. Warum lassen Sie nicht mal das zu? Echt? Ach, hören Sie, ich kann Sie schon verstehen. Sie meinten das wahrscheinlich nicht gut. Gucken Sie mal da drüben schon wieder. Gucken Sie doch mal auf Ihr Handy. Es klingelt schon wieder. Es klingelt am laufenden Band. Wie soll ich denn jetzt auflegen? Kann ich nicht. Lassen Sie es doch. Ist ja egal. Es klingelt am laufenden Band. Gucken Sie doch mal an Ihre Tasche, wo das da rumleuchtet. Der Anrufer merkt das dann schon. Ja, geil, der merkt das. Deswegen ruft er, seit der ganzen Ihrer Maßnahme, ruft er die ganze Zeit an. Der hört nicht auf. Ja, wenn das erledigt ist, das Thema, dann können Sie auf jeden Fall rangehen. Guck mal, Sie klären das doch gerade. Kann ich nicht einmal kurz sagen, ist alles in Ordnung? Sie können doch neben mir stehen. Nee, wir warten jetzt einfach nur kurz ab. Mr. Tucker, wo kommen Sie eigentlich her, wenn ich fragen darf? Aus Liberty City. Liberty City, okay. Ja. Und warum haben Sie denn kein Ausweisdokument? Nochmal. Wollte runtergehen, wollte schwimmen.
Nein, okay. die Frage ist, warum sie keine Ausrüstung dabei haben. Ich soll mit niemandem darüber reden. Fangen wir mal wild an. Also so korrupt. Das wurde mir von Herrn Shalom gesagt. Ich weiß nicht doch nicht, ich darf mit niemandem telefonieren. Ich darf meinen Anwalt nicht mal anrufen. Naja, wissen Sie, ich habe in die Akte reingeguckt. Ich kenne das ja. Ich wollte es nur von Ihnen hören. Das würde auch nur helfen bei der weiteren Identifizierung. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ja, dann wissen Sie wohl auch, dass ich ein scheiß Leben bis jetzt hatte und viele Scheiße erlebt habe. Wo war ich denn bis jetzt überall? Sagen Sie mir das. Okay, passen Sie auf. Wir machen jetzt Folgendes. Ich habe jetzt gerade einmal mit dem DOJ geredet. Ja. Du sagst, Sie wollen mit der Shalom reden. Ja, richtig. Das DOJ hat aber erstmal zuerst angerufen und die sind im Prinzip da erstmal die Leute, die da gerade federführend sind. Das heißt, wir werden jetzt gleich einmal kurz rüber zu Ihrer Wohnung fahren. Sie kriegen dann natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, Ihr vorläufigen Ausweis dann halt uns zu zeigen. Darf ich bitte kurz der Person sagen, dass alles in Ordnung ist? Die rufen die... Dann, können Sie bitte mein Handy einmal holen, dass ich einmal kurz sagen, dass alles in Ordnung ist. Wir gehen einmal rüber zu der Kollegin und kriegen... Ja, sehen Sie, gucken Sie mal auf Ihre Weste drauf. Das klingelt immer noch. Ja, dann, wir gehen jetzt einmal darüber, dann können Sie einmal kurz sagen. Ja. Du meinst, ja, richtig. Es ist so gut. Ja, darf ich einmal dann kurz ein Bild okay sagen? Können Sie gerne Bilder von mir machen, können mich ausziehen. Ich mache doch nichts falsch. Ich sehe nur auf dieser Straße diesen LKW. Also, bitte schön. Dankeschön. Darf ich gerade auch mal sagen? Ja, selbstverständlich. Was? Hatten Sie mich nicht eben noch angerufen? Nein. ACLS wegen dem Abschlepper? Nein. Nee, das war jemand anders. Okay. Ja, sehen Sie? Also, sorry, ich habe den da unten auf der Straße gefunden und ich wollte den einfach zur Polizei fahren, weil ich das Gefühl hatte, dass der da nicht stehen soll. Wann haben Sie denn zuletzt? Danke fürs Handy. Wann haben Sie zuletzt angerufen? Oder die letzten Rufnummern? Können wir ja checken. So, warten Sie mal ganz kurz. Ja, alles cool. So. Alles gut, machen Sie. Na du, ich bin gerade bei einer polizeilichen Maßnahme und ich muss gleich meinen Ausweis rausholen, ne? Und ich bin... Ja, wirklich. Alles in Ordnung, ne? Und du weißt doch, bei unserem kleinen Haus da über uns, einmal nur da, wo ich wohne, das, wie gesagt, da komme ich gleich hin und soll da einmal meinen Ausweis rausholen. Das, wie gesagt, ich habe ja aber noch keinen Ausweis wegen dieser Sache. Und ich habe hier das Gefühl, wie gesagt, ja. Herr Tucker, sagen Sie bitte einmal, dass Ihnen alles in Ordnung ist. Ja, ist nicht alles in Ordnung. Ich weiß nicht, warum Sie mich anhalten hier überhaupt. Weil Sie in einem gestohlenen... Wieso? Nochmal, ich habe das Ding auf der Kreuzung gefunden. Ich habe Rechtschaft, wollte es zur Polizei bringen. Herr Tucker, legen Sie bitte auf. Ja, das ist gut. Ich darf doch noch meinen Anwalt anrufen, wie gesagt. Ich habe ja schon gerade versucht anzurufen, er geht gerade nicht dran. Ja, da gibt es doch noch einen zweiten Anwalt. Gut, wunderbar. Dann legen Sie trotzdem erstmal einmal auf, geben Sie mir ein Handy und dann versuchen Sie... Wunderbar. Währenddessen werden wir jetzt gleich dann einmal rüberfahren zu Ihrer Wohnung. Sie Check. Können uns das Ganze einmal zeigen. Dokument. 36 ist Overwatch, richtig. Hier ist außen vor. Und dann kann sich das bestimmt. Kurzer Break, Overwatch hier. Meldung: Ich habe ein verdächtiges Fahrzeug, was versucht, im Overwatch zu vermeiden und sich verdächtig behält. Südwestlich Benny ist aber eine Einheit zum Bodenläufer, die dieses Zugang gekommen. Das ist enorm, immer klaut. Wir machen das Frage gibt es direkt weiter, aus jemand in der Nähe kommt. Halt weiter gucken, okay? Wir haben nur gerade halt noch 10.000 andere Sachen. Das Ding ist. Ich habe die Frage direkt weitergegeben. Ich habe mich hier schwer, Verbrecher zu behandeln. Ich könnte mal einfach mal meine Aussage vertrauen, mal Bilder von mir machen und dann könnt ihr mich ja verhaften später. Als ob ich hier irgendwie einen Abschlepper. Ganz kurz. Wer ist übrigens so dumm und klaut einen Abschlepper von Abschleppunternehmen? Ja, danke schön. Wunderbar. Der Mensch ist eh grenzdebil, da muss wo. Ja, wer klaut denn bitte einen Abschlepper? Ich wollte doch einfach von der Kreuzung da hochfahren. Kann man das nicht einfach mal akzeptieren? Einfach mal einen netten Abend machen, um mich in meine Hause lassen? Noch mal eine Frage. Ist jemand in der Nähe, der Benny... Jetzt klingelt das Handy schon wieder, sehen Sie das nicht? Am Laufen, der Mann klingelt das. Ich werde einmal bei Ihrem Handy einmal auf. Oder eine andere freie Einheit, die anfahren könnte. Der Wölkern geht tatsächlich gerade auch nicht. Oh, das kann ich mal. Check. Kann ich nicht. Oh, ganz kurz. Ja. Sie können auch Fotos von mir machen. Ja, die deswegen. Ich habe südwestlich oder westlich der Tankstelle südlich Benin ist ein schwarzer Primo untergezogen. Fahrzeug wollte eigentlich einparken, hat den Overwatch bemerkt und ist dann sofort wieder los. Damit Sie sehen, dass Sie nichts dabei haben. Im Fahrzeug gegebenenfalls in diese Fußläufe untergezogen unter der Brücke. Ich werde nie wieder jemandem helfen. Nie wieder. Gut. Sir. Nie wieder.
Jeder werde ich dann, jemandem helfen. Okay. Weil ja, wenn man jemandem hilft, dann werden wir von der Polizei als Schwerverbrecher gehabt, als ob ich hier gerade eine Bank ausgeraubt hätte oder was. Gut. Wie gesagt, der hat zuerst am besten gerade einfach dann erstmal den Abschlepper mitnehmen. Wir haben das Ganze erstmal so nehmen das Ganze erstmal so auf. Ja, oh, ist verstanden. Wie gesagt, schwarzer Primo, und einmal den, das Fahrzeug prüfen. Ich guck mal, mich in der Umgebung, ob ich ein Polizeiauto, den Fahrer, so dumm bin ich natürlich, ich glaube Polizeiauto. Oder ich glaube Krankenwagen. Denken Sie, ich bin doof oder was? Gut, wir fahren dann rüber zu der Wohnung. Gut. So, ja. Kommen Sie dann bitte einmal mit. Ja, dann fahren wir. Gott. Oh je. Ja, wir machen die Tür mal besten auf. Oh, Herr Skinner. In Uniform. Ja, das ist richtig. Mensch, ist das doch nicht Ihr Ernst, oder was? Ja, ich bin mal wieder dabei. Oh, müssen Sie neben mir sitzen. Oh, das freut mich. Ich hau Sie mal den Taser in. Ja, wer geht hier wen auf den Sack? Nee, ich bleib nicht mehr ruhig, weil Ihre Kollegin voll aggressiv ist. Hey, gucken Sie mal. Das würden Sie mich noch schlagen, oder? Das mögen Sie sowas, oder? Wenn Sie bei mir aufhören zu schreien, ist echt super anstrengend. Einfach nur korrupt sind Sie. Wir versuchen gerade ganz mal ruhig da vorne, mein Handy klingelt immer noch. Wir versuchen gerade ganz ruhig mit Ihnen. Ja, Sie versuchen mir zu helfen, genau. Hey, können Sie uns mal bitte sagen, Streifenwagen. Ja, fahren Sie links. Ja. Gucken Sie mal, ist ein neuer Streifenwagen. Boom! Das ist nicht links. Überspannung. Ja. Das ist links. Ja, aber da drehen Sie, fahren doch vorweg mit dem Auto. Fahren Sie einmal nach links, doch klar, bitte. Aber ist es gerade. Hier einmal links. Weil dieser Typ fahren die ganze Zeit. Ja, dann ja. Sie, dann dürfen Sie auch nicht telefonieren. Seien Sie froh denn darüber, oder wir was? Sind grad mitten in dem ACLS-Fall und deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig mit Funken. Sorry. Was gibt's? Genau. So, geradeaus, geradeaus. Skinner, so, und ich. 63, 43, 11. Ist okay. Links. So, ja. Und hier vorne, Wir hatten vier. Ja, Watch, eine Person hat nur das Fahrzeug wieder besetzt. Nicht so gut, ja, wir sind mit dem Einsatz. So, ich hab Schlüssel zwar nicht dabei, aber ich weiß nicht, wie das Dokument raus ist, oder nie mehr meinen Kollegen anrufen. Für die 17, die melden, sobald sie in der Nähe sind, dann gebe ich Ihnen weiter, dass 20 Fahrzeuge auffällig. Sind wir Benny? Ja, verstanden, Westseite Benny, Richtung Norden ist er gerade gefahren. Hier vorne auf der rechten Seite. Ja, da hinten, bei der Mauer. Verstanden, Sie übernehmen einfach den 26 Personenkontrolle, mal fragen, was los mit ihm ist, weil er sich doch sogar so auffällig verhalten hat. Wenn Sie Unterstützung brauchen, geben Sie Bescheid, ich ziehe wieder ab. Ey, sagen Sie doch. Danke. Ich hoffe, die Tür ist offen, ey. Ja, ich meine Tür, weil der Schlüssel hey, mein Tucker, Kollege ich mache Ihnen jetzt hat. Ich darf mit Vorschlag. Ihnen telefonieren, ja. Um das Ganze abzukürzen. Ihre Geschichte, die Sie ja, die eine Sache, die Sie ja nicht erzählen wollen, obwohl ich sie eigentlich weiß, weil es ja schließlich auch in Ihrer Akte okay, steht. Okay, 6:30 mit ihm kommen. Beschreibt ein Codewort. Und wir wenn Sie mir jetzt, das Richtige nennen, eine 10, verdammte Axt, dann haben wir doch das Problem gelöst. Dreimal Hühnerkürbel gesagt, kann ich alles zu dem, zu meiner, das ist zum, falsch. Wir überlegen uns gerade noch, wie wir das Hühner, Hühner, Knubbel, Knubbel. Deswegen wird das, es ist aber was mit Hühner, oder nicht? Wann haben Sie das Ganze? Wenn das nichts mit Hühner ist, dieses Wort gesagt. So, ganz ruhig. Kurze Frage. Wenn Sie spezifizieren, welcher von haben den Sie das Kennwort damit bekommen, nein, als Sie prinzipiell illegal hier ins Land gekommen sind? Und ich habe meine Scheiße abgesessen. Das ist vollkommen in Ordnung. So, deswegen sage ich es ja. Haben ich Sie war in der Bowlingbox JVA Strafanstalt im A-Block. Ja, auch verstanden. Ich habe mich mal in der Nähe vollgetankt. Ihr Ausweis noch einmal abgenommen. Ja, check. Danach. Also danach, nach dem Ausweis. Ja. Ja, kurze Info okay. Von der 51. Und da wurde mir dieses Codewort von dem Anwalt mitgeteilt. Okay. Das und nochmal, ich war in der Bowlingbox JVA Strafanstalt im A-Block. Okay. Gut. Ja, check. Oder stimmt das auch nicht? Das können wir tatsächlich hier gerade über den Streifenwagen nicht einsehen. So, ja. Dann gehen Sie erstmal raus, bitte, zu Ihrer Wohnung. Oben im Norden gelebt. Ja, ich hoffe, die Tür ist offen. Ich habe meinen Kollegen darf ich auch nicht anrufen, dann der den Schlüssel kriegen, hat. Sonst kriegen Sie gleich dann halt den, was ist denn, den noch mal wieder, sodass Sie ihn dann wieder ja, dann sprechen einmal alle anderen Einheiten auch schon mal Richtung Pier verlegen, echt? Dass der Anfangsweg entsprechend nahe ist. Dementsprechend gibt es jetzt keine Streifengebiete mehr. Sondern alle Richtungen Easterless und Hafengebiet verlegen. Ah, wie ich mir dachte, die Tür ist zu. In den Hafen reinfahren, sondern dort erstmal in der Nähe positionieren. Aber Sie sind sich sicher, dass Sie hier wohnen? Ja, okay. Gelände. Also meine Frage, denken Sie, ich bin behindert oder was? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder. Wir hören jetzt hier endlich mal mit der ganzen Schwachsinn auf. Sie geben mir entweder Ihren Ausweis, beziehungsweise wir können halt... wenn ich ein Codewort habe, wie soll ich einen Ausweis haben? Richtigen, dann wir fahren zu Ihrer richtigen Wohnung. Ich wohne hier. Gut. Ich habe was Sport gemacht. Mal, ne? Kennen Sie das? Schwimmen? Oder
Oder wir nehmen sie jetzt mit ins PD. Erst sagen sie, ich soll meinen Kollegen anrufen, dass der herkommt, die Tür aufmacht. Aber haben wir ins PD. 1026. Es ist scheißegal, was ich sage. Gute Frage, von wir wollen hier Ding durchziehen. Sollen wir uns an alles den klar. Hafen oder vor ich den Hafen... Ich würde sie jetzt einmal bitten, an die Wand zu treten. Wir durchsuchen sie jetzt einmal. Dann ich möchte jetzt die Chance haben, mit dem Handy meine Person anzurufen. Warum wollen sie mich durchsuchen? Auf Grundlage daher, dass sie bei einer vermutlichen Straftat... Ganz kurz, was habe ich denn gemacht? Ich habe erstmal keine Hoffnung, es ist prinzipiell. Sie haben mir untersagt, die Antwort ist ganz kurz, die polizeiliche Maßnahme war beendet. Raub von Fahrzeug. Raub von Fahrzeug, weil ich ein Fahrzeug auf der offenen Straße... Oh, Junge, schalt ihn doch mal ab. Schlüssel stecken, das am, zur Polizeiwache fahren will. Ja, das ist Raub. Ach so, ich dachte, das wäre was anderes. Ich dachte, das nennt man hier dafür zu sorgen, dass da keiner reinfährt oder den klaut. Dann würde man das Fahrzeug... Ich will sofort, ganz kurz, wäre ich dumm und halt dann bei der Polizei direkt an? Ich hätte doch weiterfahren können. Frage, Sport ist mit dem Vielleicht sind sie sich bewusst, dass sie mit einem verdammten Abschleppwagen... Ja, natürlich. Und dann natürlich, wenn ich ein Codewort habe, dann fahre ich natürlich ja, weiter check, und provoziere die Polizisten weiter. Position, kann ich bitte, Mann. Kann anrufen, dass der Polizist herkommen kann. Er macht die Tür auf. Ich gebe ihm das Dokument. Oh, ist doch alles gut. Wunderbar. Hier, bitte schön. Einmal das Handy, bitte. Und dann machen wir es jetzt Mensch. So. Sie rufen da einmal an. Danach... Oh, also der Thorn, der ist... So... Ich glaube sogar... Oh, Kelly. Die Katrina hat definitiv... Kurz und bündig. Miguel. Ja. Hallo. Geht sich um Folgendes. Miguel. Ich bin gerade, du weißt ja, ich wohne über diesem Apartmentblock im Norden bei diesem Haus mit der Mauer, mit der Hecke. Sozusagen direkt die Straße darüber. Du hast ja den Schlüssel. Ich brauche dieses Dokument, was die Cops möchten. Ich war gerade schwimmen, du weißt das. Und meine Freundin, ja, die ist schlafen gegangen. Kannst du mal bitte kurz vorbeikommen und einmal mit den Schlüssel mitbringen, dass ich die Tür aufmachen kann? Von meiner Wohnung. Du hast doch den Zweitschlüssel. Oh, du bist ein MD. Oh, du bist im Krankenhaus. Oh. Gut. Ist nicht Ihr Tag heute. Ja, der Anwalt ist nicht erreichbar. Du bist im Krankenhaus. Es kann doch nicht wahr sein. Nein. Hier, nur das Handy. Dankeschön. Dann fahren wir das blöde Revier. So, es kann doch nicht wahr sein. Suche ich sie einmal und dann... Ja, warum wollen Sie mich suchen? Westlich von Cypress und erstmal, ich war bis jetzt die ganze Zeit kooperativ. Ich will nicht, dass Sie mich anfassen. Das ist doch auch völlig in Ordnung. Nein, wir werden Sie nicht unsittlich befummeln. Wir gucken einfach. Nein, das macht ganz kurz. Ihre Kollegin benimmt sich wie ein Haus, sitzt neben mir mit ihrem fucking Taser. Was soll ich denn noch tun? Sir, bitte treten Sie einmal kurz in die Wand, sodass wir Sie einmal kurz durchsuchen können. Nein! Doch. Nein! Straße 13 wäre frei. Langsam reicht mir das. Ich darf meinen Anwalt nicht anrufen. Ja, check, haben Sie eine Begleitung? Dann müssen Sie das Handy, ich würde zu meinen Kollegen anrufen. Ich mache hier alles. Aktuell mit. Alleine, komm. Und dann wollen Sie mich trotzdem anfassen, obwohl ich das nicht mag. Ja, check, Streife 1. Mr. Tucker. Sie zeigen null Kooperationsgesetz. Schieß mich durch, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich habe Ihnen schon gestattet, knobeln Sie aus, der die Person verlässt. Das ist zu sagen, dass es treffentlich soll mit der SD-34, um dort das Boot zu besetzen. Ich bin darauf eingegangen, hier rüber, rüber zu fahren und das Ganze hier zu suchen. Wissen Sie, was ich mache? Gucken Sie mal hin. Ich gehe hier hin und schnapp mir hier aus dem Busch dieses scheiß Messer. Ja, perfekt. Gucken Sie mal, da liegt ein Messer. Ja, wir lassen Sie das. Ja, das packe ich weg, weil ich gar nichts machen will. Tja, das ist hier, komm her, gib Ihnen das Messer sogar. Echt, als ob ich irgendwo was Böses machen würde. Ja, gut. Da haben Sie das Messer. Gucken Sie mal, wie kooperativ ich bin. Da vorne lag ein Messer im Busch. Das ist so geil. Oh. Gucken Sie mal! Das ist ein illegales Messer. Ja, kommen Sie mal mit! Jetzt. Da hinten Sir? Steht auch noch ein Fackel. Jetzt ist Feierabend, Sir. Treten Sie in die Wand. Da ist doch eine Schlaufeder drin. Sir, Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen was bin ich denn festgenommen? Wir sind immer noch illegalen Waffen besetzt. Ich hab ihn gerade gezeigt. Der geklaut hat und jetzt wohl auch keinen Ausweis hat. Ich geh hin und sag, da ist ein Messer drin. Ich nehm das Messer und zeig Ihnen das. Und dann ist das ein illegaler Waffen. Letzte Warnung, sonst wird vom Taser Gebrauch gemacht, wenn Sie nicht sofort kooperieren, Sir. Erstmal vorläufig festgenommen. Oh,
oder nehmen Sie mich mal fest. Ja, ich habe ja so eine Angst, ey. Was seid ihr für Idioten? Das Messer lag da vorne. Sie haben das Recht zu schweigen. Das, was ihr nun sagen kann, wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich erkennen leisten können, wird Ihnen vom Staate einmal gestellt. Sollte keiner verfügbar sein, müssen Sie selbst verteidigen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ich habe meine Rechte verstanden. Echt, ich illegaler Waffenbesitz, weil ich aus dem Busch ein Messer da rausnehme. Nee, das ist Blödsinn. Mann, illegaler Waffenbesitz ist Bullshit. Sie sind mir auch einer, ey. Machen Sie die Tür auf. Ich kann nicht großartige Arbeit. Die Tür aufmachen, das geht auch ein bisschen schlecht. Frage reicht nicht aus, ob jemand noch mehr flüchten sollte, dass wir den ich nehme aus dem Busch, ich sag Ihnen sogar, da im Busch liegt ein Messer, solltest du die abstecken. Das ist einfach nur die Krönung, ey. Das war richtig gut mit dem Busch, das war richtig gut. Wir mehr Bodeneinheiten haben, da wir Luftunterstützung haben, komm. Ja, natürlich. Ey, ich knie mich nieder, nimm das Messer hoch, das ist illegaler Waffenbesitz. Das ist nicht mal mein Messer. Erzähl mir nichts von illegalen Waffenbesitz. Hätten Sie das bei mir am Mann gefunden, dann wäre es in der Check, wir sind schon auf dem Weg. Bis gleich. Echt? Gut, melden Sie uns bitte einmal 10:50 Richtung Vespucci PD. Einfach nur korrupt alle. Echt? Da kriegt man sogar einen Code von, denn es stimmt das nicht. Scanner, machst du oder soll ich? Mach du mal bitte. Okay. Einfach nur korrupt. Streife 4:10:50 Richtung Vespucci PD, ein Insasse. Ein Insasse, ne? Schwerverbrecher. Echt? Nur weil ich Leute wie sie in der Bowlingbogen noch verarscht habe, anscheinend andere Sachen erlebt. Der ist so gut. Voll lustig. Sir, Sie haben das Recht zu schweigen. Ich würde Ihnen empfehlen, das auch wahrzunehmen. Sie wiederholen sich immer noch, ich schweige aber nicht. Ja, leider. Okay, hier ist der Vorschlag der P36 an, entsprechend 1730 einmal PD rauslassen, nicht im Hafen, dass die sich ein weiteres Fahrzeug Was kommt denn? Und dort den Einsatz vom Land unterstützen können, komm. Vom Staat dickfett bezahlen lassen und irgendwelche Leute schikanieren. Nämlich aus dem Busch ein Messer da hoch, um das zu zeigen, wie, was ich hätte machen können. Heißt es illegaler Waffenbesitz, ich kann nicht mehr. Einfach nur lächerlich. Nachts, ey, nachts, man will einfach nur eine Runde schwimmen gehen, ey, und baden wie ein Schwerverbrecher. Ja. 63, mach mal einen Check. Ja, wo lang? Ich kenne mich hier nicht aus. Ja. Machst du mal einen Check? Wollen Sie mich nochmal durchsuchen oder was? Im 3 oder was? Ja, ja, check einfach, das. Check. Oh, wollen wir schön am Arsch fassen, genau, da stehen sie drauf, ne? So Dreckschwein. Skinner? Ja, würde vorschlagen. Oh, genau, oh, schon wieder auf den Arsch. Ich passe dich hier einmal für die Streifen. Wenn es dann im Austausch kommt oder zu irgendwelchen Berührungspunkten am Treffpunkt, würde ich vorschlagen, machen wir einen Perimeter und regeln die Ausfahrten ab, dass er da nicht mehr unbemerkt rauskommen kann. Ja, das ist der Plan, aber erstmal halt hier in der Nähe positionieren, bis wir anfahren. Wir fahren nämlich bisher auch noch nicht an den Standby. Ich erkläre gerade alles weiter, dass mit dem die ganze Zeit im Streifen der Typ ist ja. Ja, verstanden. Der Ort ist in größerer Höhe über dem Hafengebiet. Wegen wenn Sie mich brauchen, geben Sie Bescheid, dann tauche ich ab und bin von oben erreichbar. Ort ist meine. Wir brauchen ein Fahrzeug. Ich muss aber kurz auf Toilette gehen. Besetzt du geschwind einer? 76 für die EL als Information. Die 51 und 76 wieder als Streife 1 unterwegs und begeben sich wieder an den vorherigen Checkpoint. Ja, ist egal, von ob Cyprus. Jetzt ein hier Stanier oder Check, scheißegal. Die neugebildete Streife mit der 17 oder 63. Mein Gott, in einer Todesgelaber in Funk hier. Brücke VLS ins Hafengebiet kommen. Check, Sie verstanden. Also, wir fahren Brücke VLS Hafengebiet. Ja, und sperren da ab. Wir nehmen jetzt. Wir nehmen jetzt. Okay, dann nehmen wir den. Ja, was denn jetzt? Und den, ja. Wenn man. EL, wenn du hier kommst. Hört sie kommen. 04 und 25 werden wieder verfügbar. Benötigen Sie uns irgendwo, komm. Ja, positiv, bitte entsprechend auch EastLS erstmal anfahren und dort Standby gehen, komm. Ja, ja, ja. Der Typ hat mich völlig mit Schummel gemacht und der Funk auch noch dazu. Ja, das ist. Warte mal. Southside hier, Hafen. Hafen. Markierst du gerade, was wolltest du? Ja, ich guck gerade, wo wir dich. Wo wir uns positionieren. Ich muss dann auch. Hm? Ah, egal.
Ja, wir gucken mal hier. Ja. Ah, wie geht's dir, Adams? Ja, gut. Gut soweit. Und hier? Ja, doch. Das macht wieder Spaß. Vor allem mit solchen komischen Typen hier wieder. Dieser Mr. Tucker, kennst du den? Nee. Sei froh. Ach, das war der gerade, oder was? Ja, Abschleppwagen geklaut. Kann sich nicht ausweisen, kennt seinen Code nicht. Voll. Ja, also, schlechter Tag für ihn. Ja. 36.07 kommen. Könnte kommen. Sicher, dass sie so weit oben und weg sind, dass sie nicht gesehen werden können, kommen? Ja, bestätige, kommen. Ja, wir haben eine SMS bekommen mit ich sehen, also wir werden gesehen von irgendwem irgendwo. Hier eine Sperre machen oder was? Negativ, eigentlich ja, nicht. Ja, wir fahren zeitlich dann hin. Ja, check, warte, hier, vorne noch ein Stück hin, vor. Ja. Gut, Schreibe 1, Frage, sind Sie in Position? Ja, Schreibe 1 mit, wir sind westlich von Cyprus und beobachten Richtung Hafen, Richtung Norden. Nee, hier, von mir. Check, sobald wir in Position gehen, ist Ihre Aufgabe, diese ist Kreuzung die vorne bei Cyprus im Blick zu halten, weil da die Zugänge von der Insel wegführen. Das sind zwei Richtungen, die Sie da im Blick haben müssen. Komm. Wir stehen direkt auf einer der Verkehrsinseln und haben direkt die komplette Kreuzung im Blick. So. Fahr hier rechts hin. Die Streife mit der 1763, Ihre Aufgabe, die Kreuzung, wenn man von South LS nach Illusion Island reinfährt, dann dort zuzumachen. Da bitte auch einen zusätzlichen Blick auf die Schienen halten, falls über die Schienenwege flüchten kommen. Check, so verstanden. Also Schienen sind... Gut, check. Dementsprechend haben wir noch die Streife frei 04 und 25 kommen. Ja. Ihre Aufgabe wird es sein, entsprechend zwischen den beiden Stationen sich zu stationieren und dort ein bisschen Übersicht zu halten. Also gut, dass die halt nicht über den Richtung Illusion Island dann Richtung Nordwesten abhauen kommen. Zurück. Da Rancho. Und weil hier kommt jetzt nämlich die andere Streife rein. Ja, check. Ja. Dann fahren wir jetzt an und Fahrgans David Team, seid ihr auch schon in der Nähe? Komm. So. Kehlende. Genau, dann... Einsatzleitung hier, Overwatch, drin. Ich die dritte Einheit, die sie gerade disponiert haben, würde ich vorschlagen, oben auf dem Highway auf der Auffahrt, komm. Fahren wir dort ein Stück vor, ne? Abstanden, hab das nicht ganz mitbekommen wegen der Auffahrt. Alles klar, Overwatch, Ende. Streife 33, Fahrzeugbesetzt ist auf dem Weg Richtung Hafen. Was hast du vor? Wir sollen ja nur, beobachten. Dann also pass mal auf, dann stelle ich mich doch hier. Genau, aber so. Genau. Kannst du rechts rüber gucken? Ich meine, das ist eine Kurve, ja, die kommt von links, ja? Ja, ja. Also das ist einsehbar. Ja. Und links haben wir auch alles im Blick. Ja. Okay. Oh Mann, ey, ich sag's dir. Eigentlich wollte ich um eins am Flughafen sein. Harry, warum? Wo gehst du hin? Hä? Warum? Gehst du weg? Was? Harry wollte ich verabschieden. Sie ist ein oder zwei Wochen in Kentucky. Oh, okay. Ja. Das hatte ich eigentlich noch vor. 13.07 fahren jetzt das Hafengelände an, faken da die Übergabe, bitte halten sich entsprechende Positionen. Was hat sich denn jetzt... dann auch bereit, falls was passieren sollte, wir funken dann durch. Was hat sich denn jetzt eigentlich ergeben? Ich habe das jetzt ja gar nicht mehr mitbekommen, seitdem wir mit diesen Typen zu tun hatten. Also was kam da jetzt? Wohl Übergabe machen die jetzt am Hafen, deswegen werden alle Zugänge irgendwie überwacht vom Hafen. Und Mi-Streife, also 13 und 7 fahren da jetzt hin für die Fake-Übergabe. Wenn jetzt aber das Fahrzeug flüchten sollte, dann, dass wir es anfangen können. Ja, schon klar. Aber wer ist jetzt beteiligt? Ist das bekannt? Der Chief. Ja, Übergabe, aber wer hat denn den Chief in der Hand? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Ah, okay. Das ist nicht bekannt. Ja. Ist nicht bekannt. Na, immerhin können wir wieder Streife fahren. Genau.
Frage, was mal der Streifenwagen auf dem Hafengelände kommt? Strafe 13 ist hier, wir kommen zur Unterstützung, komm. Ja, bist du kernbehindert oder was? Wieso fährst du aufs Gelände? Ja, wurde doch gesagt im Funk, oder? Komm. Oh, ja. Nein! Rückwärts zurückziehen! Moment. Ist aber Gegenverkehr, komm. Rückzug ohne weiteren Widerstand. Warte. Frage, wo soll ich Streife 13 platzieren, komm? Ja, positionieren Sie sich bei der Streife 1. Sie müssen uns auch zurückziehen. Wir wurden gerade zum Rückzug befohlen. Negativ, vergessen den letzten Funkspruch. Das ist aber komisch mit Smith. Der sagt, er kann nicht runterfahren, weil er Motorschaden hat. Und jetzt ist er kurze Zeit, ist er unten. Okay, alles klar. Ja, weil das ist komisch. Deswegen wollte er ja nicht Boot fahren, weil er oben in Sandy Shores einen Motorschaden hat. Okay, alles klar. Tschüss. Scharfe Fahrzeug einmal zu uns auf dem Parkplatz vor dem Gebäude. Ich gebe Ihnen eine Geldtasche. Der möchte mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Ja, check. Smith macht den Draht frei. Zehn drei. Mach den Draht frei. Ich telefoniere gerade nicht, komm. Du bist aber besetzt, also telefonierst du, was ist da los? Das ist immer spannend zu hören, was da wieder los ist hier. Ja. Ach, Adams. Ach, Mann, ey. Auf dem Weg zum Sarge mittlerweile? Ja. Das ist schön. Ja, so habe ich mir meinen Abend vor meinem Geburtstag nicht gewünscht. Was? Ja, ich hatte gestern. Wie, vor deinem Geburtstag? Hast du jetzt schon Geburtstag? Ja, ich hatte gestern Geburtstag. Gestern? Mhm. Okay. Boah. Ach, verdammte Scheiße. Wusste ich nicht. Hey. Und dann hier 10,99, ey. Mary. Happy holidays to you. Happy holidays to you. Happy holidays nachträglich, Mary. Happy holidays to you. Alles Gute Vielen nachträglich Dank. Zum Geburtstag. Vielen Dank. Ja. Ah. Das konnte doch noch nicht mal gebührend feiern. Mm-mm. Ach, warte mal, hier. Ja, bitteschön. Ist von Leanne. Hat mir das mal vorbeigebracht. Oh, ich hatte 2 Stück. Kannst auch einen haben. Ist lecker. Mhm, okay, danke schön. Ja. Und hier. Beste vom Besten. Das prank. Ja. Vielen Dank. Sehr gern. Ach, Mary Adams. Auch schon ewig lang dabei, ey. Ja, Fall ist geklärt. Chief hat sich irgendeine Scheiße ausgedacht. Smith wusste Bescheid. Alle Einheiten wieder zurückverlegen. Na, endlich. Fahren wir mal wieder zum PD, oder? Wir brauchen das MD einmal am Jetsend Terminal. Kann sich da jemand drum kümmern? 13 übernehmen. Bei welchem Terminal? Einsatzartige Overwatch. Kurze Frage: Haben wir dann jetzt eine Geisel existent noch oder nicht mehr? Komm. Negativ, Einsatz, den 4. Ja, verstanden. Dann Einsatz, Code 4, Overwatch, Ende. Und Code 1 zurück zum Wispucci PD, Overwatch, Wispucci PD, Funk, Kanal 1, Ende.
Ich hab's gewusst. Das kam mir nämlich so komisch vor. Das dachte ich mir schon die ganze Zeit, dass das wohl eine Übung ist. Ja, weil Smith funkt nämlich durch fürs Boot. Also er hätte mit mir ins Boot sollen. Und dann auf einmal hat er Motorschaden. Wir fahren ins Boot. Er hat dann Motorschaden und kann mit mir nicht ins blöde Boot gehen. Und dann ist er aber unten am Hafen. Deswegen hatte ich ja hier Popmeier angerufen. Den boxe ich jetzt gleich. Sei doch nicht so. Ach, du kennst mich doch. Jan, warum kannst du geht's der Eltern besuchen oder was? Oder Ari? Was kann ich? Geht Ariane Eltern besuchen oder was? Ja, ich weiß nicht. Sie will nach Kentucky, weiß nicht. Freunde oder Bekannte oder keine Ahnung. Ja. Ja, siehst du, jetzt schaffst du es doch noch. Jetzt schaffst du es. Ja. Hoffentlich, wenn nicht eine ewige Besprechung jetzt angesetzt wird hier. Und die Beschleunigung von der Karre ist gut. Gefällt mir. Mhm. Achso, ich fahre nicht. Wie viel Sprit hat der? Ha? Wie viel ein Strich weg. Ja, okay. Ja, dann fangen wir wieder an. Ja, ein Strich war okay. Ne? Ja. Der geht. Aber dann parkt man richtig. EDP 07 für alle Einheiten. Ich möchte mich für meinen emotionalen Ausbruch gerade entschuldigen. Ich werde natürlich niemals wieder die Entscheidung des Chiefs in Frage stellen. Und sie im Ende. Oh, je. Yeah. Ja. Okay, immer noch ein Strich. Mary? Ja? So, abgeschlossen. Gut, perfekt. Willst du jetzt gucken, David, wenn sie abhandeln oder sollen wir hoch? Nee, du willst ja außer Dienst. Also ich will außer Dienst gehen jetzt. Ja, dann gehen wir hoch, laufen hoch. Okay. Welche PD-Nummer hattest du? 63, gell? Ja. Okay. Warte, 12 das ist deine. Ach, stimmt. Oh, da muss ich es ändern. Okay. 63 und 17 und 10, 20 ist das Prinzip. Was machst du denn noch? Weiß ich noch nicht. Gucken, weil es sind ja auch kaum Leute da, Streife. Mal gucken. Willst du den Dienst weitermachen? Ja, mal gucken, was wir machen. Weil, wenn kaum Leute da sind, was, ist das einmal blöd. Du bist nachträglich zum Geburtstag mal. Willst du mal mit einer Ellie fahren? Das holen wir nach. Okay. Auf jeden Fall. So. Wo sind denn die ganzen Fahrzeuge? Weiß nicht. So, was ist jetzt mit dem... Mit dem Witz, was war das jetzt für ein Witz vom Chief? Einsatz es war wohl 4. Eine Übung, also ja. Smith war wohl okay. Mit... Ich bin gleich aus der Dienst. Skinner, kannst du mir bitte einmal dann die Aussage zu dem Fritzen eben dann schicken? Beziehungsweise nicht mehr, Collins? Ja, kann ich mal. Dank dir, das ist super lieb, den Typen drücke ich alles rein, was ich kann. Ich kotzen. Howdy. Grüßen. So, dann gehe ich mal rein. Okay. Mary. Dann zieh. Hey, howdy, Dallas. Hallo. Dann zieh dich um und sag dir auf jeden Fall liebe Grüße. Ja, das mache ich. Danke. Und ich sag gesund wieder herkommen. Ah, wird schon werden. So. Okay. Howdy. Tschüss. Howdy, Engel der Stadt. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Wir sollen die minus 1 anfahren. Ja, das ist dann hier vorne. Links rein. Gut, danke. Alles klar, danke. Sehr gern.
park mal oben das Ding. So, wie gesagt, das ist da vorne links rein. Jetzt kann er sich aussuchen. Entweder das Parkdeck auf minus 3 oder er fährt wirklich ganz runter. Ich glaube, er kriegt schon mit. Das ist ja so verwirrend hier. Wenn ich das welche Anwalt erzähle, dann werden sie sagen, mein Kollege hat mir nicht geschlagen. Gucken Sie mal, wie sie schlafen können, mit ihrem Dienstei, Zahn vom Volk abzuwenden. Der Typ. Hilfe! Ich werde von Polizisten geschlagen, Hilfe! Ich werde von einer Polizistin geschlagen. Sie müssen auch noch Blutanzüge haben vor meinem Mund. Ah, meine Wange, ey. Hilfe! Hilfe! Ich hab immer noch Hunger! So. Oh, meine Wange. Na, wollen Sie nichts sagen, dass Ihre Kollegin mich gerade geschlagen hat? Gut, ey. Oh, es ist gut, dass Sie da sind. Nein, werde ich nicht. Wollen Sie mich? Das ist so gut, ey. Oh, vor lauter Hektik. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal eine rauchen. So, dann schauen wir mal. Aufs Handy gucken. Ich könnte ja nochmal an der Verwahrstelle vorbeifahren, ey. Ich muss mal. Ich frage mich echt, wo der Rhapsody ist. Irgendwo im Norden vielleicht noch. Muss man wieder in den Norden fahren. Schade, dass ich den nicht... Ich hätte ihn gerne übernommen als Gespräch, den Tucker. Ich glaube sogar, dass ich mit Tucker schon zu tun hatte als... also als Skinner noch... Ich bin mir nicht sicher, als Skinner noch Sheriff war. Ich glaube, im Norden oben hatten wir mit ihm zu tun. Und wir kamen mit ihm relativ gut klar. Also, wir haben das Ganze noch eingefangen irgendwann, sein Wahnsinn. Ist aber echt schon eine Weile her. Ich weiß es nicht mehr genau. Also... Oh, ein cooles RP, was er gemacht hat, echt cool. Das mit dem Messer, richtig gut gemacht. Fand ich cool. Oh, hier im Gebüsch, oh, hier im Messer. Ja, hier gebe ich ihn. Total geil. Also das hätte so eine typische Szene sein können, wie Skinner früher immer mit den Rekruten das Roleplay betrieben hat, ne? Also die Fallbeispiele, die praktischen Beispiele immer gemacht hat. Das hätte echt so ein Ding sein können. Den muss man sich mieten, den Tucker. Richtig gut.
Ja, der war illegal. Genau. Aha. Chatman, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Haut mal Mods loben raus hier für Chatman Thread und für Senji Kiyomasa. Auch weiterhin für Jimbeo und Stofftails. Schön, dass ihr da seid, meine Lieben. So. Ja, hab schon gesehen. Die Frage ist, wo sie abfliegt, aber schauen wir mal. So. Jetzt müsst ihr unten sein. Oder auch nicht. Wir gucken mal. Ob sie schon da ist. So blöd, ey. Oh. Vor lauter Gucken im Chat. Thank you.
Hey. Moin. Howdy. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch kommst. Oh, ich lass dich doch nicht so sang- und klanglos hier einfach fliegen. Naja, laut deiner SMS hattest du ja nicht so... Komm mal kurz mit. Miau, 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 miau. Miau, miau. Das ist eine schöne Hose. Laut der SMS hattest du ja jetzt nicht, du hast ja auch nicht nach dem Geld gefragt. Nach dem Geld? Nicht. Nach dem Gate. Ich hab nur noch 12 Minuten, Larry. Ja, ich weiß. Bin ja früh, deswegen bin ich ja früh genug hier. Damit ich gucken kann, wo der Abflug ist. Aber meistens ist das ja hier die Ecke mit den Abflügen. Du weißt ja selber, ich bin regelmäßig hier. Ja, ja, ich weiß. Ich habe gerade Miete überwiesen. Wie? Hm. Da war nicht mehr viel drauf, Larry. Ich glaube, das Konto ist jetzt erstmal wieder gut gedeckt. Ja, kommt mein Anteil drauf und dann reicht doch alles wieder. Prima. Ich werde wahrscheinlich ein oder zwei Wochen weg sein. Mhm. Wo kommst du denn unter, wenn ich fragen darf? Zu Hause. Ja? Ja. Okay. Warst du oft nicht so begeistert von zu Hause? Ich wünsche dir. Ich habe keine andere Möglichkeit. Danke. Ja. Wünsche ich dir auch. Wie geht's dir sonst? Naja, wie soll's mir gehen? Weiß ich nicht. Naja. Ja. Ich bin unterwegs. Dankeschön. Hm. Werd dich vermissen, Lady. Harry. Meinst du wirklich? Ja, das meine ich nicht nur, das weiß ich. Es war gerade wieder so schön die letzten Tage. Wird schwer. Harry, ich weiß nicht, ob das so schön war in den letzten Tagen. Zumindest gestern war es nicht schön. Tja, ich fand's schön bis gestern. So. Unsere letzten... Weißt du, ich... unsere letzten zwei Minuten. Ich will nur, dass du weißt, dass ich dich nicht zwingen wollte. Aber, also ich glaube, wir finden nicht wirklich eine Lösung dafür, verstehst du? Nein, das Problem ist, glaube ich, vielleicht ist es, weißt du, ich kann es dir nicht versprechen. Es ist momentan einfach so, wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann ist es wie Zwang. Es gibt drei Lösungen. Man zieht's durch. Wir können auch so damit leben erstmal und können sehen, was sich dann entwickelt. Ja. Ich meine, du darfst nicht vergessen, wir haben in den letzten Wochen Höhen und Tiefen gehabt. Und vielleicht wollen wir ja vielleicht auch erstmal gucken, ob das auf längere Zeit auch mal stabil funktioniert. Gerade in den letzten Wochen ist es sehr turbulent. Entweder guckt man eben, ob wir so mit dem erstmal, was wir haben und was wir, die Wege, die wir eingeschlagen haben, ob wir damit zufrieden sind. Und werden sehen, was sich dann noch ergibt. Oder es ist die Möglichkeit, die ich eigentlich gar nicht favorisiere und die ich nicht wahrhaben will, aber die andere Möglichkeit ist dann irgendwann zu sagen, hey, auf der Basis geht's dann nicht. Außer das nicht, Harry, aber... Außer es fällt dir noch eine vierte Lösung ein. Ich hab so viele Fragen, weißt du? Die Andeutungen am Anfang. Ja. Die Andeutungen bei Bobs Beerdigung. Ja. Du hast damit angefangen, Larry. Ja. Du. Richtig, ich habe damit angefangen, ja. Mitunter habe ich Andeutung gemacht, das ist richtig. Aber du hast mir hoffentlich gerade zugehört, was ich gesagt habe. Wenn du sagst, es soll einfach abwarten und wir machen... Ja, aber Larry, Streit kommt in jeder Beziehung vor. Das ist richtig. Aber ich war auch bisher eigentlich glücklich. Ich war wirklich glücklich.
aber mit gestern Abend, diese letzten 2 Minuten, machen irgendwie das ganze Glück zunichte. Wenn du so denkst. Ja. Irgendwann musste ich doch mal ansprechen. Ich weiß einfach nicht, wo ich stehe. Du weißt, woran du stehst. Das beweise ich dir immer wieder aufs Neue. Und wenn dir das nicht reicht, weiß ich nicht, was ich dann noch tun soll. Wieso soll ich den Traum aufgeben, wenn ich das doch so schön finde bei anderen? Wieso ist das so verwerflich, dass ich mir das für mich selber auch wünsche? Ich habe nie gesagt, dass es nie passieren wird. Ich habe nur gesagt, ich habe momentan ein Problem damit. Aber es ist ein Traum von dir und den akzeptiere ich doch. Wenn du natürlich jetzt nicht mehr warten möchtest, weil jetzt ja irgendwie alle heiraten und deswegen müssen wir das auch machen. Nein, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber naja. Vielleicht brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit. Vielleicht brauchen wir einfach nochmal nach dem... Ich bin 25, ich habe natürlich auch Angst, dass ich... Verstehst du? Ich bin 25, Larry, ich bin noch nicht so alt. Ja, und ich will das doch auch nicht. Ich will das nicht. Ich will weiterhin mit dir zusammenleben. Ich will weiterhin dich jeden Morgen sehen. Das möchte ich dich auch. Ich will das nicht. Aber die Sterne stehen halt gerade wirklich nicht gut. Die Sterne stehen bei dir nicht gut. Bei mir standen die Sterne mittlerweile sowas von günstig, das glaubst du gar nicht. Aber bei dir stehen sie nicht gut. Die Zeit reicht dir nicht. Und jetzt sind hier die größten und tollsten Hochzeiten im Freundeskreis da. Jetzt erzählen dir deine Freundinnen, ach guck mal, ich habe den kennengelernt, nach 3 Wochen heiraten die. Wow, das Glück des Lebens, wow. Und jetzt, und dann verstehe ich natürlich, dass du vielleicht gerne, wenn du die Kleider siehst oder irgendwas mitplanst, dass du dich vielleicht gerne drin sehen wollen würdest, das verstehe ich. Hustet denn sehr unauffällig. Fee, geh. Bitte. Ich weiß, ich habe noch 6 Minuten. Larry, lass sie. Die waren heute den ganzen Tag für mich. Sag ihr nicht, dass sie gehen soll. Ja, und ich war gerade mitten im... Ja, okay. Dann werde ich nicht zu Ende führen, was ich sagen wollte. Ich war mittendrin, dir etwas Wichtiges zu sagen. Oh, ist okay. Dann sag's. Hat sich erledigt. Ich habe nur noch 5 Minuten. Ich wünsche dir gute 2 Wochen. 1 oder 2 Wochen in Kentucky. Du weißt, woran du mit mir bist. Ich hoffe, ich hab's dir jeden Tag wieder gegeben, wieder bewiesen. Und ich würde immer, verdammt nochmal, immer zu dir halten. Und unabhängig davon, ob man da jetzt einen Wisch unterschreibt oder nicht. Gute Reise, Harry. Hey, Ladies, Gentlemen, einen schönen Abend, wünsche ich Ihnen zusammen. Ja. Schönen Abend. Und gleichfalls. Sie kann nichts dafür, dass Fee dazu kam. Das habe ich auch nicht gesagt. Nein, aber du hast es ihr nicht gesagt, was du sagen wolltest, nur weil Fee dazu kam. Ja, sie hat mich angefahren. Ich soll sie nicht so anfahren. Ich habe nur gebeten, sie soll gehen, weil ich meine, naja. Bitte sag es ihr. Ihr seht euch jetzt fast 2 Wochen nicht. Oder was auch immer, wie lange sie weg ist. Ich weiß es nicht, aber bitte sag es ihr und lass sie nicht in dieser Ungewissheit. Weißt du, ich würde alles für sie tun. Das tue ich jetzt schon die ganze Zeit, jeden Tag. Ich weiß, Lenny. Und jetzt momentan, wenn ich sagen würde, ja, heiraten wir, dann komme ich mir so vor, als würde ich das Ganze nur aufgezwungen machen, nur um das Ganze noch zu retten. Ist es denn nötig? Ich liebe sie. Und ich würde alles für sie tun, wie gesagt. War das das, was du ihr sagen wolltest?
Ich wollte ihr sagen, dass ich trotzdem immer für sie da bin. Ich habe angefangen, damit ihr zu sagen, dass ich die ganzen letzten Wochen... Wir hatten Höhen und Tiefen mittlerweile in den letzten Wochen. Und die waren nicht unbedingt gerade stark. Das sorgten nicht gerade für einen Stabilitätsfaktor in unserer Beziehung, auch wenn wir schon so lange zusammen sind. Aber für mich ist auch eine Hochzeit. Stabilität dahinter sein. Und momentan kann ich es manchmal nicht einordnen. Wenn sie mal so und mal so ist, wie ein Wetterfähnchen. Larry, jetzt steht sie noch da. Dann sag ihr das. Ja. Sag ihr das. Und beeil dich, weil ihr Flieger geht gleich. Ich liebe dich, Orion. Vergiss du nicht, okay? Alles gut, danke. Nee, Larry, komm, lass es sein. Ich möchte noch was mitgeben. Ich werde auf jeden Fall auf dich warten. Ich werde auf jeden Fall für dich da sein, wie ich immer für dich da sein möchte. Ich will ja nicht diesen ganzen... Ich möchte nicht unsere schöne Zeit für Probleme, die man mal hat oder die man mal bespricht oder weil einfach mal etwas vielleicht nicht gerade so läuft, wie man plant im Leben, möchte ich das nicht einfach wegschmeißen. Ich werde für dich da sein. Ich denke an dich. Und ich werde für dich da sein und ich werde warten. Ich liebe dich, Harry. Oh. Ich dich auch. Fee, tut mir leid, dass ich dich so angefangen habe. Gar kein Problem. Ich war mitten im emotionalen Wortaustausch und dann war das etwas ungünstig. Hey, ihr beiden. Drei, Max. Salü. Hi. Wie geht's dir? Mich geht's, glaube ich, gut eigentlich, weil ich bin noch einen sehr verwirrten, weil ich gerade einfach nur dazugekommen bin und jetzt bricht hier ein Chaos und so und ich verstehe nichts mehr. Ich glaube, ihr geht's auch wieder besser. Dir? Oder wen ihr. Meinst du? Achso, weil. Und wie geht's dich? Ja. Ist ja auch wichtig eigentlich. Was soll ich sagen? Wird die Zeit zeigen. Schön. Ich werde auf sie warten, wie ich es immer tue. Bin es gut, eigentlich? Ja, eigentlich geht es gut, aber... Ja. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Sachen ist. Ich bin gerade erst dazugekommen. Ich wollte noch Tschüss sagen und dann... Weil es den ganzen Sachen hier passiert. Ich weiß nichts. Ja. Wie geht es dir, David? War ja gut, wie gesagt, ich habe wieder eine Arbeit bei Venture. Ah, okay. Was machst du denn da? Die Accounten freischalten, verbotenen Sachen sperren und so Zeugs eben. Ah, ich verstehe. Und ich bin flexibel. Also ich kann flexibel arbeiten. Ich kann ihn gut in meine Freizeit einbringen, das ist gut. Ja, das ist wirklich gut, ja. Cool. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich nochmal eine Chance bekommen habe. Ja. Ich muss mal mit Kai sprechen. Was macht denn? Was jetzt? Hey. Hat sie es noch gut aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Hast du es ihr gesagt? Ich habe es ihr gesagt. Anders? Ich habe ihr gesagt, dass ich hier, wie immer, auf sie warten werde. Ich werde sie vermissen. Und ich werde wieder da sein, wenn sie auch wieder hier ist. Und dass ich sie liebe. Das ist gut. Ja. Tut mir leid, dass ich dich so angeschrien habe, aber ich musste gerade. Ach, du hast geschrien. Oh. Für meine Verhältnisse. Hast du wirklich geschrien, Kate? Ich dachte. Okay. Es war auf jeden Fall, der Ton war sehr deutlich. Also, die Lautstärke war es gar nicht, sondern es war
der tiefe Druck der Stimme. Für Ari würde ich das immer wieder tun. Oh. Okay. Eine sehr gute Freundin für mich geworden. Und ich glaube, du bist auch eine gute Freundin für sie geworden. Das denke ich auch. Ja. Zumindest habe ich nie was Schlechtes gehört, sondern immer nur Gutes. Das ist schön. Ja. Aber hey. Es ist doch echt manchmal kompliziert, dieses scheiß Leben, oder? Das ist so richtig, ja. Wirklich. Es ist immer kompliziert. Hat sie euch erzählt, um was es geht? Um Heirat. Ja. Wisst ihr, ich wollte sie. Sie hatte mir eine... Für unser halbes Jahr, was wir schon zusammen sind mittlerweile, hatte sie mir eine Gummiente geschenkt. Das war eigentlich so ein Gag. Fand ich lustig. Als ich gestern im MD war, habe ich gesehen, dass der Blumenladen auf war und hab's über die Blumen geguckt und hab mir gedacht, hey, verdammte Axt, ich möchte mich unbedingt mal revanchieren und ich habe ja einen schönen Strauß gekauft mit einer schönen Karte. Und, naja, dann habe ich sie angerufen, weil ich wissen wollte, wo sie ist und ob sie und ob ich vorbeikommen kann. Und dann habe ich, sie meinte halt, wo ich bin. Da habe ich gesagt, ja gut, im MD, aber mir geht's gut, keine Sorge. Tja, und dann wollte ich halt sagen, dass ich sie sprechen wollte. Also, persönlich. Das macht, ich habe gesagt, das macht man nicht so. Also, das muss man persönlich machen. Und, ja, ich wollte sie sehen. Ich glaube, es war die Wortwahl, Levi. Ich kann mich noch an den Wortlaut geziemt erinnern. Ich auch. Ja, das ziemt, ja genau, was sagte ich? Das ziemt sich nicht am Telefon. Ja, aber das ist doch wahr, ich kann doch am Telefon keine Blumen überreichen. Nein, das stimmt schon, aber ich glaube, Ari hat sich in dem Moment einfach sehr Sorgen gemacht. Ja, das ist ja das Problem. Ari macht sich manchmal einfach zu viele Sorgen. Solche Diskussionen haben wir ja öfter, dass die Gedanken irgendwo verrückt spielen. Sie hatte gedacht, ich mach Schluss. Ich weiß zwar nicht, wie sie auf die Idee kommt, das ist absolut wahnsinnig, auf so eine Idee zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das noch machen muss und, naja, ihr noch zeigen muss und sagen muss, dass es eben nur sie gibt für mich. Naja, jedenfalls habe ich ihr dann den Blumenstrauß überreicht mit der Karte und sie hat sich irgendwie, glaube ich, schon gefreut. Sie hat mich dann zwar ein bisschen beschimpft, daraufhin habe ich dann gesagt, halt die Klappe und habe sie geküsst. Sie hat zurückgeküsst und es war eigentlich alles okay. Dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen und dann hat sie, eine Hochzeit wieder angefangen. Und es war vielleicht auch mal ganz gut, das auszusprechen, mal das Gespräch zu suchen. Aber, weißt du, wir hatten, wie gesagt, in den letzten Wochen lauter Höhen und Tiefen. Von stabil war nicht unbedingt die Rede. In der Beziehung insgesamt. Mhm. Und, ja, wir waren eigentlich gerade dabei, uns mal wieder zu sortieren und einfach mal zu gucken, dass wir wieder, dass das Ganze schön läuft. Du weißt selber, ich habe jobtechnisch hatte ich auch viel Veränderung. Ja. Ich bin nicht mehr Sheriff. Ja, ich hatte dann andere Dinge gemacht. Ich wollte trotzdem mit beiden Beinen auf den Boden stehen. Ich wollte auch noch ein bisschen, verstehst du, es muss ja auch finanziell alles abgesichert sein. Harry, mal ging es besser, mal weniger besser mit den Aufträgen. Und auf der anderen Seite wollte ich auch noch eine Konstante sein und daneben auch zumindest jobtechnisch eine Konstante sein. So, dass das Einkommen wieder da ist. Wir haben ich hatte mein Howdy-Haus im Norden aufgelöst. Und wir haben uns entschieden, zusammenzuziehen. Also dauerhaft zusammenzuziehen, nur eine Wohnung zu bewohnen, damit wir nicht doppelt Miete bezahlen. Damit wir Geld sparen. Tja. Also, ich habe mich da auch in vielen Dingen, viele Schritte habe ich auch auf sie zugemacht. Und, weiß ich nicht, ob sie das einfach nicht erkennen möchte. Naja, jedenfalls würde ich immer zu ihr stehen. Und ich meine, wenn das Ganze dann, wer weiß, was sich jetzt dann ja ergeben hätte, wenn wir einfach jetzt erstmal so weitergemacht hätten und wir haben uns einfach weiter gut verstanden. Ich war glücklich. Bis auf diese letzten 2 Minuten gestern, als sie mich stehen hat lassen. Und ich stehe dann wieder da und muss dann überlegen, tja, was machst du denn jetzt? Jetzt ist mir die Pistole auf die Brust gesetzt worden. Ich verstehe sie. Dass sie... sie plant Hochzeiten, sie bekommt mit, wie Freunde heiraten, aber jetzt mal ehrlich... Wie viele Leute heiraten denn mittlerweile hier? Die kennen sich alle gerade mal 3 Wochen und dann, hoho, großes Glück. Also manchmal komme ich mir vor, als wären wir hier Las Vegas.
Ja. Es ist was Besonderes. So eine Hochzeit. Sich ein Ja-Wort zu geben, ist was Besonderes. Ich war schon mal verheiratet und das lief nicht gut. Das die Scheidung hatte ich gehört. Ich weiß, mit der Scheidung, ja, dass du das ziemlich oft erwähnst. Aber ich sage dir jetzt eins, Larry. Ja. Ja. Egal, was du für eine Angst hast vor der Ehe, eben wegen den negativen Erfahrungen, das ändert nichts an ihrem Ehewunsch. Hey, und wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, sind 6 Monate hier auf der Insel, 6 Monate Beziehung, verdammt lange. Ja, das stimmt. Und auch wenn es mal instabile Zeiten gibt, das gehört dazu. Das weiß es gehört dazu, dass man sich manchmal festfährt. Ja, es gehört dazu, dass man sich manchmal aneinander vorbeiredet, aber es gehört leider nicht immer dazu, dass zwei Menschen die so unterschiedliche so cool, oder? Wünsche haben. Ich weiß nicht, wie du generell zu der Ehe stehst, ob du das generell nochmal möchtest. Das kann ich, das kannst nur du dir beantworten. Aber Ari wünscht es sich. Ari wünscht es sich für ihr Leben. Das ist ihr Lebenstraum, einmal diesen Hochzeitstag zu haben und eine feste, glückliche Ehe mit dir zu haben. Ich habe nie gesagt, dass ich es nicht tun möchte, dass ich es überhaupt nicht tun möchte. Ich habe nur gesagt, momentan tue ich mir noch sehr schwer. Also ist es einfach nur ein, wie soll ich sagen, vielleicht ist es einfach nur nochmal ein versteckter Hilferuf oder ein versteckter Ruf zu sagen, hey, jetzt gerade vielleicht noch nicht. Aber ich beweise ja jedes Mal aufs Neue oder versuche ja jedes Mal aufs Neue zu beweisen, wie sehr ich sie mag. Ja. Und trotzdem... Weißt du, das Problem ist... Vielleicht braucht das Ganze nochmal wieder ein bisschen Zeit. Es ist mir schon klar, dass nicht jeder Tag immer der schönste Tag sein kann, sondern dass es auch mal stressige Tage gibt. Das ist doch normal. Ja. Das weiß ich selber, dafür bin ich alt genug. Aber in den letzten Zeiten war Ari sehr, sehr schwierig. Und manchmal habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Aber... Ich meine, ich weiß dann jedes Mal wieder, wenn ich morgens aufwache, wen ich da neben mir habe und die Entscheidung war nie falsch. Und solange ich so aufwache, weiß ich, es ist das Richtige. Aber mir so die Pistole auf die Brust zu setzen, ist, finde ich, auch nicht so die feine Art. Es hat mich etwas überrascht. Ich meine, ich wusste, dass sie das gerne möchte. Sie hat öfter mal wieder gepiesackt. Dem bin ich oft ausgewichen, weil ich nicht drüber sprechen wollte so richtig. Dann haben wir gestern versucht, so ein bisschen drüber zu sprechen und eigentlich fühlte ich mich gut dabei. Und es machte den ersten Eindruck eigentlich, als können wir ein gutes Gespräch darüber führen, aber dann auf einmal hat sie mich stehen lassen. Tja. Schwierig. Ich weiß nicht. Sie ist auch immer mehr mit dem Thema konfrontiert und je mehr sie damit konfrontiert ist, je mehr Freunde heiraten, umso mehr ist sie einfach auch darin... Ja, vielleicht eben ständig in Gedanken. Vielleicht sollte man mal auflösen, wie viele Ehen mittlerweile hier schon wieder in kurzer Zeit gescheitert sind. Vielleicht solltest du dir auch vor Augen halten, wie viele Ehen noch halten und glücklich sind. Ja, aber vielleicht sollte man auch vor Augen halten, dass die Liebe keine Einbahnstraße ist. Verstehst du? Was auch das betrifft. Man muss Dinge zum Gemeinsamen gehen. Und wenn ich frage mich schon, wenn das jetzt die Prämisse ist. Momentan, weißt du, ich habe ja nicht gesagt, dass es niemals geschehen wird. Aber ich brauche einfach. Du kannst ja Zeit brauchen, Lemmy. Das ist überhaupt nicht das, was ich dir sagen möchte. Du kannst Zeit brauchen. Sie hat aber momentan einfach einen Zeitstempel dahinter. Nein. Nee, das sie hat aktuell das Gefühl, dass du es niemals machen möchtest. Dass du sie niemals heiraten möchtest. Dass du generell niemals heiraten möchtest. Ich weiß es nicht. Und vielleicht muss ich mir klar werden darüber. Das solltest du dir klar werden. Aber wenn das die Voraussetzung ist, Lass mich bitte ausreden, Mary. Du solltest dir darüber klar werden, weil das Hochzeitsthema in einer Beziehung genauso wichtig ist, wie beispielsweise Kinderwünsche zu besprechen. Das sind Dinge, da muss man sich einig sein, weil immer einer komplett unglücklich sein wird damit. Kinder sind was Schönes. Es geht aber jetzt nicht um Kinder, Larry, es geht um die Hochzeit. Und das ist ein Ding, da musst du dir drüber bewusst werden, was du möchtest. Du hast jetzt
lange genug, denke ich, Zeit, um in dich zu gehen, um zu entscheiden, ob du dazu bereit bist oder eben nicht. Aber andersrum dann ist Ari auch dazu, sag ich mal, hat sie auch Zeit zu entscheiden, ob sie denn, ob das denn der Wunsch ist, der alles abhängig macht, ja? Ob es der Wunsch ist, der auch eine weitere Beziehung abhängig macht oder nicht. Ja, und trotzdem ist es auch für dich wichtig, dass du ihr keine schwammigen Antworten mehr gibst. Dass du weißt, okay, ich werde irgendwann heiraten möchten oder es nicht möchten. Wenn du jemand bist, der einfach nie wieder heiraten möchte, dann musst du zu dem Punkt ehrlich sein. Genauso wie andersrum. Bisher war ich das ja auch. Bisher habe ich ja ganz klar gestatet, was bei mir momentan der wie die Phase ist. Ja, aber die Phase ist doch eigentlich die, dass du es nicht weißt. Na doch. Jetzt momentan sage ich nein. Nie mehr. Das hat jetzt den Grund aber allerdings, was ich gerade gesagt habe. Schau, wie wackelig das Ganze momentan ist. Momentan ist es ein Hin und Her. Und ich habe auf vielen Wegen habe ich versucht, ihr das klarzumachen, dass ich trotzdem da sein will. Bin zusammengezogen. Jobtechnisch. Ich habe mich auch, irgendwo so ein bisschen orientiert nach ihr. Jetzt versuche ich eben dann erstmal wieder wirklich Boden unter den Füßen wieder zu bekommen. Wir haben jetzt wieder angefangen nach der großen Streiterei. Haben wir einfach wieder zueinander gefunden und haben eigentlich eine gute Zeit gehabt bis jetzt. Und eigentlich hätte es so weitergehen können. Wer weiß, vielleicht wäre dann der Rest alleine gekommen, aber so. Diese Aktion gestern mit der Pistole auf der Brust, weiß ich nicht, ob das so förderlich war. Aber trotzdem werde ich für sie da sein. Wie ich es immer bin. Und, sie ist die eine Lady. Eine andere will ich nicht. Und der andere wird es auch nicht mehr geben. Dann wird dir. Nimm dir die Zeit, die du jetzt erstmal hast. Und denk drüber nach. Aber. Naja. Ich soll jetzt nachdenken darüber, ihr zu sagen, naja. Nein, hey, ihr beide werdet darüber nachdenken. Auch sie wird definitiv, wenn sie zu Hause ist, darüber nachdenken. Weißt du, das Problem, was mich beschäftigt momentan, ist einfach. Ich muss jetzt trotzdem sagen. Ich meine, klar, ich weiß, was du mir sagen willst. Ja, ich sage ja entweder, hey, ich habe für mich entschieden, ich möchte oder kann nicht mehr heiraten, aus welchen Gründen auch immer. Oder ich sage, ja, irgendwann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ja. Ja, dann ist sie am Zug, halt zu entscheiden, ob sie dann warten will oder nicht. Momentan macht sie mir eben den Eindruck, als möchte sie jetzt nicht mehr warten. Nein, es geht ja darum, dass sie dann weiß, okay, ich weiß einfach. Ich verpiedel mich, ich wollte nur kurz Tschüss sagen, ja? Okay. Ja, mach's gut für dich. Alles klar, nur drei. Bis dann. Jojo. Es geht um Klarheit, Larry. Das weiß ich. Ich weiß, was du sagen möchtest. Es geht einfach um Transparenz in deinem Wunsch. Dass sie transparent sieht, was ist dein Wunsch, was ist deine Zukunftsaussicht und nicht mehr dieses. Mal möchte er niemals. Das habe ich nicht gesagt. Niemals. Davon geht sie aber aus. Und das ist dieses, ich glaube, das ist wieder ihr Gedanke. Ja, das ist wieder ihr Gedanke. Sie geht davon aus. Ja, das ist genauso, wie ich sage, es ziemt sich nicht, dass ich ihr den Blumenstrauß nicht am Telefon überreiche. Aber das sind genauso Ängste. Sondern sie davon ausgeht, ich mache Schluss. Und das sind so die Dinge. Wo kommt dieses. Warum verliert sie ständig das Vertrauen oder warum meint sie denn immer das Schlechteste? Das ist ihre erste Beziehung, Larry. Ah, ich bitte dich, aber mittlerweile müsste sie mich lange genug kennen. Ja. Aber, ja, ich weiß auch, was du meinst, ja. Du hast vielleicht recht, vielleicht muss ich es ihr noch deutlicher sagen. Ich denke, es ist bei ihr wichtig, Dinge deutlich zu sagen. Ja. Nicht schwammig, dass sie zwischen den Zeilen lesen muss, sondern wirklich klar und deutlich, was dein Wille ist, wie deine Vorstellung ist.
Ja, du hast recht. Vielleicht, ich werde da in mich gehen. Ich werde dir das, deutlicher mitteilen. Da hast du recht. Ja. Ändert ja nichts an meinen Gefühlen. Nee, das hat doch überhaupt nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Ich weiß. Kate? Ja? Du bist eine coole Freundin, also, naja, so, auf eine andere Art halt. Ja. Danke. Okay. Dann, ja. Ja. Sie war gestern schon nicht da. War recht allein. Ich fahr mal nach Hause. Mach das. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich danke euch. Wollt ihr einen guten Nacht? Gute Nacht. Komm gut nach Hause. Gute Nacht. Ja, Audi. Macht's gut. Wir sind dann... Ladies and Gentlemen. Mega. Richtig gut. Richtig gut. Ich finde das total cool, auch wie Kate dann, ich meine, Kate ist echt eine coole Freundin, also auch für Harry, ja. Also die hängt sich da rein und ja, natürlich hat sie recht. Also ich finde das cool, wie sie da wirklich das so durchzieht, wie sie da so auch zu vermitteln versucht und das wirklich mit allem. Und das hat sie jetzt echt gut gemacht. Das hat sie wirklich gut gemacht. Ja, das Auto muss ja da stehen. War noch nicht mal abgeschlossen. Muss ja noch zu Harry. Muss ja einholen. Also das hat Kate wirklich gut gemacht. Und auch Harry, ach, das ist einfach... Ey, das war halt einfach wieder... Das war einmalig. Es war einfach wieder schön. Es war richtig, richtig cool. Es war... Es war dramatisch. Es war... ja. Gut. Oh Mann, ey. So. So, passt mal auf, Leute. BSG und Meta. Bitte lassen. Also ich werde nichts kommentieren, was hier möglich sein kann oder ich weiß es nicht. Also vielleicht, sie könnte sich trennen, sie muss es nicht, sie kann. Es gibt ganz viele Lösungen, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht sagt auch Skinner irgendwann so, hey, irgendwie ist das so, nee, wer weiß. Vielleicht ist es auch einfach die... Vielleicht kann es dann eigentlich auch keine... vielleicht ist es dann auch keine... Was sagt man denn? Ist es dann eine unglückliche Liebe? Oder ist es, oder ist es eine glückliche Liebe, die... Aber irgendwie nicht funktioniert, aus Gründen? Oder... Es ist ganz komisch, ne? Ja, Larry hat manchmal eine spezielle Wortwahl. Ach, wo fahre ich denn jetzt hin? Mann, da wollte ich gar nicht hin.
Aber wirklich. Ach, ich mag es einfach. Also wirklich, muss ich jetzt ganz klar mal sagen hier. Also ich. Es ist halt mega RP, ne? Es ist wirklich mega RP. Es macht auch mega Spaß. Es ist so interessant manchmal auch. So, ich finde es manchmal auch total lustig. So, da denkt man so. Also, wisst ihr so, wenn du meinst, es geht nicht mehr, dann kommt der Hammer hinterher. Also dann kommt nochmal so ein Stimmungskracher, so ein Wechsel, so ein. Wo du dann wieder. Dann überlegt man sich so, ey. Ne? Ja. Es ist einfach schön. Es ist ein schönes RP. Es macht halt insgesamt sehr, sehr viel Spaß. Wirklich. Und da braucht Pan sich nicht verstecken. Das ist ein mega RP, was ja abgeliefert wird. Auch generell finde ich, Aerie ist ein Wahnsinnscharakter. Und spielt sie gut und wirklich sehr, sehr gut. Also, Hammer. Audi. Ja. Ich kenne auch diesen verwaschenen, versifften Pullover. Wie geht's, dass du die Bootsfahrt gut überlebt? Weißt du, eine Bootsfahrt? Ja, so halb. Ah, sei froh, dass du auf dem Boot warst. Ja. Anstrengend. Hast du Ariane verabschiedet? Ja, habe ich gemacht. War okay? Schwierig, aber ja. Ah, wird schon. Was auch immer es ist, es wird. Hochzeitsdruck. Hochzeitsdruck? Einseitiger, momentan. Von dir? Nein. Von ihr? Ja. Ach, kannst mal mit Kate quatschen. Ich hab ja. Ich weiß jetzt, was Phase ist. Ach du Scheiße. Ah, ist alles okay. Ja, ja. Aber es muss ja keine Einbahnstraße sein. Das ist richtig. Ich muss mir nur. Vielleicht muss ich mir klar werden, was ich will. Heiraten oder nicht heiraten. Die andere Entscheidung bleibt dann bei Harry. Wenn du die Tage klaren Verstand brauchst und ich dir eine zimmern soll, dann sag Bescheid. Hey, cool, danke fürs Angebot. Okay. Komm ich drauf zurück. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Skinner. Mach dir keinen Kopf, ja? Wir hören uns. Grusel, Grusel. So sieht's aus. Bis dann. Ciao, ciao. Also, was ich sagen wollte, mega RP auf jeden Fall. Macht Spaß ohne Ende. Und es ist schon spannend, wohin da die Wege manchmal so gehen. Wenn man so denkt, hey, es ist voll harmonisch, es ist voll schön jetzt gerade, es ist entspannt, dann so, bam, dann scheppert's wieder. Aber es ist schön, es ist so schön, wirklich. Coole Sache. Also danke für das tolle RP. So, Geld abheben. Sprunk. So, dann werden wir mal die Miete noch überweisen. Die ist ja dann für nächsten Monat. Die für August hat man ja schon überwiesen. So.
war es denn? 400, das waren nochmal... Wo haben wir es denn? Der Haudimann. Haudimann. Ah, hier, Anteilmiete, Haudimann. Da ist die Kontonummer. Das war für 8.21, jetzt machen wir das gleich für September. So, machen wir gleich. Zack. So, haben wir mal die Miete für den ganzen Monat überwiesen, für den ganzen nächsten Monat. Passt. Aber ich habe mal schon 1800 einfach mal draufgehauen, da ist noch ein bisschen was drüber, passt schon, alles gut. So. Essen, trinken haben wir auch. Okay, Pflegetante. Ja, ich auch. Skinner, ich rufe Sie sofort zurück. Kein Problem. Was los? Was checkt ihr nicht? Was haben wir denn hier jetzt? Hey ho, stranger. So, also es geht generell darum, dass man hier mit den Bewertungen ein bisschen aufpassen muss. Wir wollen kein Char-Hate. Ich habe dann nochmal gesagt, wir werden jetzt nochmal expliziter darauf achten.
Also auch, sag ich mal, schlechtere Meinung von anderen Charakteren hat ihr nichts verloren. Ja, das ist, war vorher auch der Fall. Da hat eigentlich auch immer gut geklappt. Und es ist so, dass wir hier einfach auch die Bewertungen. Ist es ja so, wir sind immer noch, was BSG betrifft und Meta, ne, haben wir hier ein Reglement. Und ja, das macht es halt manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Die Trennschärfe ist manchmal schwierig. Aber da muss ich halt euch bitten, ja, man fiebert so ein bisschen mit und dann nehmt es dann nicht so auf die. Nehmt es nicht so auf die schwere Schulter, okay? Howdy, Chief. Skinner, sind Sie gerade mit einem Häftling irgendwo, oder? Alles gut, wie kann ich Ihnen helfen? Nein, mir geht's gut, danke. Häftchen sind scheiße. Ja, auf jeden Fall, mir geht's gut. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und, ja, hoffe, Ihnen geht's auch gut nach der schönen Übung. Ja, waren Sie, Sie waren im Dienst, ne? Hab ich gehört. Ja, das ist richtig. Ich war auch beteiligt in der Stadt mit der Suche und, ja, hatte noch einen oder anderen Hinweis mal an die Einsatzleitung gegeben. Ja, sehr gut. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Wollten Sie einfach nur wissen, ob es mir gut geht? Ja, zum einen, und dann wollte ich sagen, ich hoffe, dass ich Ihnen dann nicht mit zu vorauseilenden Gehorsam irgendwie davongeritten bin. Ich hatte Ihnen eine SMS geschrieben. Ich meine wegen der Ausbildung, meinen Sie, wegen Herrn Gamble, richtig. Ne? Also ich habe das jetzt angeordnet, dass Herr Pearson, Herr Gamble und Herr Johnson Sie ausbilden dürfen. Ja? Ah, ich habe verstanden. Okay. Also dann geht es jetzt schneller bei Ihnen voran. Okay, ja, manchmal kollidieren auch unsere Zeiten und ja, Sie sind ja auch ein beschäftigter Mann. Richtig. Ist die Frau Barnes immer noch traurig? Ich weiß es nicht. Sie ist ja erstmal jetzt, ich war noch kurz am Flughafen, habe sie verabschiedet. Sie ist nach Kentucky für ein oder zwei Wochen. Ja, ich weiß. Ja. Haben Sie Probleme, Herr Skinner? Und reden? Das ist ja nett, aber momentan denke ich nicht. Also, es heißt nicht, dass ich nicht reden will, sondern momentan keine Probleme. Jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Ausbildung. Okay, Herr Skinner, dann ziehen Sie durch, ja? Ja, mache ich, Chief. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Kommen Sie gut nach Hause. Ja, Sie auch. Howdy. Er legt immer so schnell auf. Der Penner. So. Chat. Ich habe hier mein Auto geparkt. Jetzt. Jetzt. An diesem Parkplatz. So. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. So, Leute, auf jeden Fall war das wirklich. Dankeschön, Pink Shark. Danke. Also, danke, Leute, auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Es ist, war ein cooles RP wieder heute. Es war insgesamt was auch wieder spannend. So. Gibt's nochmal ein schönes Lied für euch, okay? So, und jetzt tut mir nochmal einen Gefallen. Ich sag's jetzt noch einmal. Das ist die Lösung. Man kann auch einfach mal gar nichts schreiben, sondern vielleicht einfach nur den Stream genießen. Allerdings, ja, lasst Bewertungen der anderen Charaktere. Lasst das einfach.
Also, nachdem einfach etwas eskaliert ist, habe ich ganz klar gesagt, so, wir ziehen da jetzt durch. Ja? Also wundert euch nicht und nehmt es dann vielleicht auch nicht persönlich, okay? Es ist dann manchmal auch immer so eine Einschätzsache, aber akzeptiert es dann bitte einfach. Und wichtig ist, dass ihr doch den Stream an sich genießen könnt. Man muss nicht mit allen einverstanden sein. Wenn man zwischendurch, wenn er dann nochmal was raushaut, also zwischendurch einfach so ein Hallihallo und so, ist alles gut, aber dann man kann ja dann einfach auch den einen oder anderen Comment vielleicht dann ja, sich manchmal echt schenken, was andere Charaktere betrifft. Es ist nicht immer alles toll, es ist wie eine Serie. Es gibt den Bösen, es gibt den Guten, es gibt den Blöden, den man hasst ohne Ende. Ja, das ist immer, das gibt es eigentlich fast in jeder Serie, oder? Es gibt immer irgendeinen, den man voll, den man gar nicht mag. Und, ja, das ist auch gut so. Das ist hier auch so. Es gibt hier blöde Charaktere, es gibt gute Charaktere, es gibt hier Intrigen, Drama, Mord, Totschlag, Crime, alles Mögliche. Also, lasst euch da bitte nicht, unterkriegen. Und lasst euch da nicht dazu hinreißen, im Chat öffentlich abzulästern. Ihr könnt euch zu zweit austauschen, über PN von mir aus austauschen, dann kriegt's keiner mit. Da könnt ihr ja euch, in irgendeinem Voice könnt ihr euch unterhalten. Aber lasst es bitte aus dem Kanal-Chat raus, okay? Das ist meine Bitte. Und ansonsten haben wir hier eigentlich ganz, ganz selten Probleme. Es lief eigentlich immer ganz gut hier. Und die Mods machen eine super Arbeit. So ist das. Alle. Wir sind ja keine Maschinen. Was ist das denn? Spinnt denn mein Bot? Oh, bitte, überlest sowas. Das ist ja... Boah, das ist ja der übelste Bait. Das lösche ich mal. So, das kommt nicht mehr. Manchmal macht er das schon. Ja, das war ganz am Anfang, als diese Hype-Train-Funktion kam, habe ich das, glaube ich, mal geschrieben zum Testen. Und ich glaube, ich hatte es einfach noch angehakelt jetzt. Jetzt ist es weg. So, liebe Leute.